Schönen guten Abend miteinander. Schön sind Sie alle da. Herzlich willkommen zur heutigen Informationsveranstaltung von der Gemeinde Eschenindlen und Mura-Schawald. Sie sehen es hier oben zur Standortprüfung Bürstwald-Kracherüfi. Die ganze Veranstaltung heute wird verdankensweise aufgezeichnet von 1FL TV. Das können Sie morgen um 17:15 Uhr nochmal anschauen oder vielleicht jemandem weiterempfehlen. Und natürlich wird die ganze Sendung dann nachher hier auf den Webseiten der Gemeinde nochmal zum Nachschauen sein. Die Gemeinde hat den Auftrag, dass sie die Abfallentsorgung gewährleisten. Deponien, Zischen und Zmure werden aber in ein paar Jahren voll sein. Und darum haben sich die Gemeinde dafür entschieden, Abklärungen zu machen. Und zwar Abklärungen, ob Bürstwald, Kracherüfi als Deponiestandort überhaupt in Frage kommt. Es ist nur eine Abklärung, ob denn die Deponie mal stand kommen wird, ob sie mal gebaut wird oder nicht. Das steht noch in den Sternen. Das wird alles zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Heute Abend werden wir erfahren, was genau hat man denn bei dieser Standortabklärung genau geschaut. Eignet sich die Kracherüfi als Deponie und wie geht das Ganze weiter? Zu Gast auf der Bühne werden Sie die beiden Vorsteher, der Dino Quaderer von Eschenindlen und der Fredi Kaiser von Mura-Schawald. Sie werden erklären, welche Gedanken Sie und der Gemeinderat sich die letzten Wochen und Monate zu dem Thema gemacht haben. Ebenfalls dürfen wir begrüßen vom Amt für Umwelt, Andreas Gstöhl. Er wird erklären, was für Voraussetzungen hat denn das Land an einen neuen Deponiestandort, also was für Auflagen müssen da erfüllt werden und wie sieht denn eigentlich die Deponiesituation im ganzen Land aus? Und dort werden Sie relativ schnell merken, Deponie ist ein Thema, das alle Gemeinden im Moment gerade beschäftigt. Danach geben wir das Wort an Projektingenieur, das ist der Stefan Zeller vom Klaus Böhl-Anstalt, Ingenieurbüro für Agrar- und Umweltberatung. Er hat zusammen mit einem Team aus Fachleuten die Kriterien, die vom Amt für Umwelt vorgegeben werden, überprüft. Sprich, hat es dort Grundwasser? Was würde die Deponie für die Anwohner bedeuten? Wie viel Lärm, wie viel Mehrverkehr würde das alles generieren? Die und weitere Fragen wird er beantworten. Apropos beantworten, zum Schluss gibt es eine Fragerunde, ganz ein wichtiger Teil von dieser Informationsveranstaltung. Alle beiden Vorsteher werden vorne sein, das Amt für Umwelt, alle Fachleute, sie alle werden Rede und Antwort stehen für die Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Wir haben also geballte Informationen heute Abend für Sie geplant. Es geht einzig und allein um die Frage, macht eine Deponie in der Kracherüfi überhaupt Sinn? Es geht noch nicht darum, ob dort eine Deponie gebaut werden soll oder nicht. Ich würde sagen, wir legen los. Ich übergebe das Wort gerne an Tino Quaderer, am Vorsteher von Eschenindlen. Geschätzte Damen und Herren, auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Einerseits im Namen der Gemeinde Eschenindlen, andererseits aber auch im Namen von meinem Vorsteherkollegen Friedi Kaiser und der Gemeinde Mura-Schawald. Ich möchte Sie alle hier im Saal herzlich begrüßen. Vor allem möchte ich aber auch die Personen begrüßen, die die Sendung als Aufzeichnung auf 1FL TV nachschauen oder auch über die verschiedenen elektronischen Medien, wo die Sendung zur Verfügung gestellt wird. Warum sind wir heute Abend überhaupt da? Das ist eine einfache Frage, aber relativ eine wichtige Frage. Und die Antwort ist eigentlich banal, wird dann aber relativ schnell komplex. Wir sind heute Abend da, weil die zwei Gemeinden, weil Eschenindlen, Mura-Schawald vor einer grossen Herausforderung stand. Und zwar vor der Herausforderung im Bereich der Deponien, weil das Unterländer-Deponievolumen im Bereich von unverschmutztem Aushub, sogenannte Typ-A-Deponien, allmählich zur Neige geht. Ganz ein wichtiger Punkt ist in dem Zusammenhang, wir reden hier von der Typ-A-Deponie, also sauberer Aushub. Wir reden hier nicht von Bauschutt oder Ähnlichem, sondern vom Deponievolumen für Aushub. Die Situation ist die, wir haben aktuell zwei Deponien im Unterland, Typ-A. Einerseits Deponie Rheinau-Zeschen mit einem ungefähren Restvolumen von 350'000 Kubik. Wir gehen davon aus, wenn alles gut läuft, dass das Volumen noch mal etwa 10 Jahre heben wird. Hängt aber nicht von uns ab, wie lange das heben wird, sondern es hängt von der Bautätigkeit ab und damit von der Frage, wie viel das angeliefert wird. Und dort wiederum sind wir dann irgendwo
auch das Zinsumfeld bunter. Das heisst, das muss man sich auch bewusst sein, wie viel das da angeliefert wird und nicht, hängt im Endeffekt auch von der Bautätigkeit und vom Zinsumfeld ab. Aber die Zahlen, die da drauf sind, 10 Jahre, ist relativ ein optimistischer Fall. Wenn sich jetzt die Entwicklung so weiter zeigt wie die letzten Jahre, dann wird das Volumen eher schneller als später zur Neige gehen. Die Situation in Mura ist sehr ähnlich. Deponie Langmaat, auch Aushubdeponie. Dort ist die Situation noch ein bisschen verschärfter. Dort ist das Restvolumen 150.000 Kubik. Langt im Idealfall nochmal etwa 6 Jahre. Und wichtig ist, neben diesen zwei Deponien gibt es aktuell kein weiteres bewilligtes Deponievolumen für Aushub im Unterland. Aufgrund dieser Situation ist man seit einiger Zeit um Abklärungen treffen. Wir haben schon vor einiger Zeit mit der Gemeinde Mura Kontakt aufgenommen, wie es dort aussieht. Dort ist klar, Mura sagen auch aus nachvollziehbaren Gründen quasi für ersten Aushub kommen wir nicht dienen, weil wir selber die gleiche Problematik haben. Ein ähnliches Gesuch, respektive eine ähnliche Anfrage, haben beide Gemeinden auch an Gemeinde Schad gerichtet. Und auch dort aus nachvollziehbaren Gründen ist die Antwort ist schwierig aufgrund von der aktuellen Deponiesituation. Das heisst, wir müssen etwas machen. Wir haben einen Engpass und wir müssen handeln, weil es muss man sich auch bewusst sein. Deponieprojekte haben einen unglaublich langen Vorlauf. Es gibt vermutlich im Verwaltungskontext wenig, wo so einen langen Vorlauf hat wie eine Deponie. Das heisst, von einem Vorprojekt bis in eine allfällige Deponie in Betrieb gehen kann, das vergeht ganz schnell einmal 10 oder mehr Jahre. Das heisst, wir wissen, wir haben einen Engpass und wir wissen, die Zeit wird dann irgendwann knapp, darum müssen wir jetzt Abklärungen treffen. Das hat man auch gemacht. Da ist schon einige Zeit etwas im Laufen. Uns muss auch bewusst sein, wir müssen das Problem selber lösen. Wir können nicht darauf hoffen, dass das Land das Problem für uns löst. Wir können nicht darauf hoffen, dass Private das Problem für uns lösen. Weil im Gemeindegesetz ist auch klar festgehalten, im Bereich vom sogenannten eigenen Wirkungskreis der Gemeinden, ein bisschen moderner formuliert, da hat man ja im Sinne der Kernaufgaben der Gemeinden reden. Das Gemeindegesetz nennt etwa 10 Themenfelder, die zu den Kernaufgaben der Gemeinden gehören. Und Abfallentsorgung ist ein von den Kernaufträgen, die Gemeinden erfüllen müssen. Das heisst, wir sind gesetzlich verpflichtet, um unseren Einwohnern Entsorgungsmöglichkeiten anzubieten für die verschiedenen Abfallkategorien. Und da geht es jetzt im Prinzip um die Entsorgung von Aushub und Deponierung von Aushub. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, im Umweltschutzgesetz steht auch klar, nur die Gemeinden können Bewilligungen für Deponien über. Das heisst, wir können jetzt nicht darauf hoffen, dass da irgendein Privater das Problem für uns löst, weil gemäß Umweltschutzgesetz können nur Gemeinden Deponien bewilligt über im Liechtenstein. Ein weiterer Baustein in dem Mosaik ist die sogenannte Abfallplanung. Das ist im Prinzip ein Gefäß zur Koordination und Zusammenarbeit in dem Bereich vom Land, wo das Land regelmäßig so ein paar Jahre einmal die Abfallplanung aktualisiert. Das ist gerade erst kürzlich passiert. Andreas Gstöhl vom Amt für Umwelt wird dann sicher dort noch darauf eingehen. Der aktuellste Bericht Apfelplanung 2070 tut auch gewisse Hausaufgaben aufzeigen in dem Bereich, wo die verschiedenen Partner angehen müssen. Und die zwei Gemeinden, also wir plus Mura, haben dort den Auftrag auch bekommen, zum Abklären möglicher weiterer Deponiestandort, konkret Bürstwald. Und wir haben im Prinzip den Auftrag, zum zu schauen, funktioniert der Standort oder nicht. Und das ist im Prinzip der Hintergrund von diesen ganzen Tätigkeiten. Der Engpass, den ich geschildert habe, ist natürlich nicht erst heute oder gestern auftreten. Im Prinzip wissen die Gemeinden schon relativ schon einige Jahre, dass der Engpass auftreten wird. Und darum hat man bereits auch schon 2018 erste Vorgespräche geführt und hat sich dort irgendwo zusammengeschlossen über die Gemeindegrenzen hinweg, wo man gesehen hat, es macht vermutlich Sinn, wenn die zwei Gemeinden aufgrund von der sehr ähnlichen Ausgangslage sich in dem Themenbereich zusammenschliessen und gemeinsam ein Projekt angehen. Denn im März, April 2019 ist dann das erste Mal effektiv von den beiden Gemeinderäten präsentiert worden, das mögliche Projekt Kracheröfi-Pürstwald. Und es ist dann dort einmal im März, April 2019, also in der letzten Legislaturperiode, effektiv dann die Projektfreigabe erfolgt. Nachher dann im August 2019 sind erste Aufträge vergeben worden. Der wichtigste und der grösste daraus ist sicher der hydrogeologische Auftrag, wo dann nachher auch dazu geführt hat, dass dann Sondierungsbohrungen gemacht worden sind in diesem Gebiet, um zu schauen, wie es jetzt mit dem Trinkwasser aussieht. Dort sagen wir dann später noch mehr dazu. Und dann sind noch weitere Aufträge erfolgt im Bereich Verkehr, im Bereich Lärm, im Bereich Landschaftseingriff und so weiter. Und all die Aufträge, die jetzt im Prinzip seit 2019 laufen, haben zum Ziel, Informationen zu aggregieren, die wir brauchen,
um den sogenannten Kriterienkatalog vom Amt für Umwelt abzuarbeiten. Das ist ein wichtiges Element der Kriterienkatalog. Da lädt das Amt für Umwelt fest, welche Themenbereiche muss abklärt und überprüft worden sein, um nachher die Frage zu beantworten, ob ein Standort geeignet ist oder nicht. Den wichtigen Punkt ist sicher den im August 2021, wo dann erstmals weitestgehend alle die fachplanerischen Abklärungen vorliegend gesehen sind und dann bei den Gemeinderäten präsentiert worden sind. Und gerade jetzt kürzlich im Oktober 2021 haben die bei den Gemeinderäten den sogenannten Synthesebericht zur Kenntnis genommen. Der Synthesebericht hören wir dann nachher auch noch ein paar Mal. Das ist im Prinzip unsere Antwort auf den Kriterienkatalog vom Amt für Umwelt. Der Kriterienkatalog vom Amt für Umwelt legt fest, was man abklären muss. Und der Synthesebericht gibt Antwort auf die Punkte und Fragen. Und jetzt, der aktuellste Moment ist sicher, jetzt sind wir da, November 2021, wo wir das erste Mal die Inhalte von den Arbeiten von den Fachplanern vorstellen und im Prinzip auch vorstellen, was im Kern in dem Synthesebericht steht. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Projektorganisation. Ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist ein gemeinsames Projekt von den zwei Gemeinden. Das heißt, Projektträger sind die Gemeinde Eschen-Nendeln und die Gemeinde Mauren-Schanwald. Das heißt, die Entscheidungen werden immer durch die beiden Gemeinderäte gefällt und nachher darunter ist der sogenannte Steuerungsausschuss, wo beide Vorsteher drin sind, die Bauverwaltung plus das Ingenieurbüro mit den Personen Klaus Büchel und Stefan Zeller. Und darunter sind dann, wie erwähnt, die verschiedenen Fachplaner, die in den letzten rund zwei Jahren am Arbeiten gewesen sind und verschiedene Abklärungen vorgenommen haben. Was ist das Ziel der heutigen Veranstaltung? Unser Ziel ist, dass die Bevölkerung von diesen zwei Gemeinden informiert ist. Informiert erstens über die Situation, über den Deponieengpass, über die Deponieplanung im Unterland und darüber draussi, aber auch informiert ist über die Aufgaben, die wir Gemeinden in diesem Prozess haben. Das heisst, dass wir hier aktiv und tätig werden müssen, um zu schauen, wie wir unserem gesetzlichen Auftrag gerecht werden können. Und ein weiteres Ziel ist natürlich auch, dass ihr Sachen, was das Ziel ist und der Kontext von dem Projekt Pürstwaldkracher-Rüfi. Und das Wichtigste aber vor allem, dass ihr den aktuellen Informationsstand auch heute überkommt. Die ganzen Arbeiten, die da erfolgt sind in den letzten Monaten und Jahren, dass die heute im Prinzip der Öffentlichkeit auch präsentiert werden. Ganz, ganz wichtig, und das denke ich mir, ist eigentlich fast das Hauptziel vom heutigen Abend, ist auch, um ein Verständnis dafür zu schaffen, wo man stand und wo man nicht stand. Im Prinzip, der Synthesebericht ist ein wichtiges Momentum im ganzen Projekt, aber letztlich sind wir eigentlich noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Da tut man dann auch noch einiges dazu hören, aber ich will es jetzt gleich auch schon eingangs kurz erwähnen, weil es wirklich ein zentraler Punkt ist. Wenn wir den Synthesebericht im Idealfall Ende des Jahres die Landesbehörden überreichen mit dem Antrag um sogenannte Standortprüfung, dann geht es nur darum, dass wir nachher vom Land eine Antwort kriegen, der Standort ist geeignet, ja, oder er ist nicht geeignet, oder allenfalls er ist geeignet mit den und den Einschränkungen. Wenn dann irgendwann, sagen wir, nächstes Frühling die Antwort vom Land zurückkommt, ob auf Basis von dem Synthesebericht der Standort eigentlich gegeben ist oder nicht, heißt das nicht bei einem Jahr, dass eine Deponie gebaut wird. Das heißt bei einem Jahr, dass die Gemeinden wissen, der Standort wäre geeignet und wir müssen dann nachher entscheiden und überlegen, wie wir weitergehen. Wenn die Antwort vom Land ist nein, dann ist klar, Übung abbrechen, zurück auf Feld 1. Wenn man es jetzt vielleicht mit einer Metapher in einen Kontext einbetten will, wenn das Ganze in einem Marathonlauf wäre, einfach um sich ein bisschen zu vergegenwärtigen, dann wären wir jetzt vielleicht irgendwo bei Kilometer 5. Und nächstes Jahr hätten wir die Antwort vom Land kriegen, ob nach dem Kilometer 5 das Rennen fertig ist oder ob es je nachdem, wie sich die anderen entscheiden, allenfalls noch weitergeht. Da sehen wir 7 rote Punkte. Das sind die bestehenden Deponien, die es bei uns im Land gibt. Ich fange mal vom Süden an. Das ist Deponie Altneugut im Balzers. Das ist dort am Hang beim Elhorn, dort, wo auch früher einmal Fels abgebrochen worden ist, wo dort gefüllt wird. Dann haben wir Dresen Sägen, dort ist die Tröfe, wo dort abgebaut wird und dann aufgefüllt wird mit sauberem Aushub, bald ist es übrigens so. Dann haben wir Fadotz Nummer 5 im Rhein, ich glaube das ist die Deponie, wo man Land auf, Land ab und auf der anderen Seite sehr gut sieht. Das ist eine riesige Deponie, wo Kies abgebaut wird und wo sauberen Aushub abgelagert wird und wo ein Kompartiment entsteht oder fertig ist, wo man Bauabfälle ablagern kann. Dann haben wir weiter Nummer 4, das ist die Deponie Forst in Schaan.
Das ist, wenn man hielt die richtige Ständler fährt, gleich rechts wieder rein, kommt man aufs Deponieareal und dort findet ein Kiesabbau statt und eine entsprechende Auffüllung mit sauberem Aushub und dort gibt es ein Kompartiment für Bauabfälle. Dann haben wir Nummer 3, das ist die Deponie Langmaad, die schon erwähnt worden ist, und Deponie 2, Deponie Rheinau-Eschen, ebenfalls erwähnt, und dann haben wir ganz im Norden noch Gell-Limsen-Eck, das ist dort beim Stabroch. Dort wird nur Bauabfälle abgelagert. Das ist gerade auch schon die Unterscheidung bei den Deponien. Es gibt eigentlich die zwei Materialien, die man ablagern muss. Das ist Aushub, es gibt aber auch verschmutzten Aushub. Ein Teil darf dort auch auf der Typ B, wo man Bauabfälle drin hat, und dann eben Bauabfälle. Selbstverständlich ist nicht die Idee bei einem Abbruch, man sieht das ja, Land auf, Land ab, wird abgebrochen, wird ja sortenrein triagiert, dort kommt Beton sauber her, dort kommt Mischabbruch und dann gibt es halt noch eine Fraktion, die vermischt ist. Und die Idee ist natürlich, die sortenreinen Fraktionen ins Recycling zu geben. Aber oftmals hat man noch Fraktionen, die dann halt auf einem Bauabfallkompartiment müssen. Ein anderes Merkmal, das wir bei unserem Land haben, habe ich auch schon angetönt. Es gibt Deponien, die an einen Kiesabbau oder an einen Felsabbau gekoppelt sind. Das heisst, man baut etwas ab und füllt das Loch nachher wieder auf. Das sind eben Balzers, wenn man so will, Tresen von dort, Jean, Ruggell. Und dann haben wir aber auch Langmaad und Eschen, wo in dem Sinne ein Gelände angeschüttet wird. Also dort wird nicht zuerst etwas rausgeholt, sondern es wird eigentlich dort ein Gelände angeschüttet. Das ist hier eine Unterscheidung. Was wir hier auch sehen, sind die blauen Punkte. Das sind die potenziellen Standorte. Die Abbildung kommt aus der Apfelplanung raus. Dort hat man definiert, dass es die 5 einmal gibt. Robinson-Spielplatz, dünkel wird provokativ, dass man den Spielplatz zuschüttet. Ist noch weit weg, aber das ist ein Gebiet. Dann hat man Freienberg-Balzers, ganz im Süden drinnen. Das ist der Untertagebau, wo der Fels Untertage rausgebrochen wird. Dort ist die Idee, dass man die Kavernen, sind riesige Kavernen, füllen tut. Dann hat man Nendler-Röfe, ist noch ein Standort, wo da aufgenommen worden ist. Und eben Bürstwald, wo heute das Thema ist. Und auch Kehlen, wo übrigens auch in Abklärung ist. Also Kehlen, Bürstwald, Freienberg sind in Abklärung. Schauen wir uns mal an, wie die Materialien auf welche Deponien die gelangen. Es ist ja schon ein bisschen angetönt worden. Im Unterland ist es ja so, dass es zwei Deponien gibt und Eschen nimmt Material Aushub von der Gemeinde Campri, Ruggell, Schellenberg und natürlich Eschen-Endlen an. Und Mura, dort kommt von Mura Schanwald entsprechend Aushub her. Dann haben wir die Deponie Schan, wo Planken und Schan anliefern. Von dort, wo man von dort anliefert. Tresenberg hat eine Lösung über die Schweiz momentan noch. Tresen liefert auf Tresen und Balzers auf Balzers. Auf der anderen Seite rechts sehen wir den Weg der Bauabfälle. Das sind eben die Inertstoffkompartimente. Dort haben wir eben 3. Dort sehen wir Ruggell nimmt von allen Unterländern Gemeinden an. Schau wieder Schau Planken und von dort nimmt von allen anderen Oberländern Gemeinden Bauabfälle an. Da kann man als Zwischenfazit schon mal festhalten, Gemeinden arbeiten zusammen. Und ich denke, bei so einer Frage, die nur die Einleitung sieht, das ist so ein Thema, wo einfach Tragweite ist, einfach landesübergreifend. Da kann man nicht einfach selber etwas machen und das Gefühl haben, dann hat es gar keinen Einfluss auf die anderen. Es ist da nicht möglich. Man schafft zusammen, sind bewährte Zusammenarbeiten und man hilft sich auch aus, wie aktuell zum Beispiel zur Gelb, wo ein Engpass da ist und wenn größere Ladungen kann, dass man dann doch noch auf Schaka ausweichen kann, auch wenn dort auch Engpass bestehen. Von der Standort, das ist natürlich ganz wichtig, was auch wichtig ist in der ganzen Deponielandschaft, sind natürlich Zahlen, von dem lebt das Ganze. Und da gibt es eigentlich die zwei Grössen, das sind die Anlieferungen und die Volumen. Da sehen wir Zahlen, aktualisiert auf Stand Oktober 2021. Bei den Anlieferungen sind das die bestmöglichen Abschätzungen. Hat natürlich Entwicklungen drin, das sind jetzt einfach mal Durchschnittswerte, wo man eine Art gewisse Schwankungen ausgelegt hat, aber auch berücksichtigt, dass es mehr sollte in die Wiederverwertung gehen, aber Zahlen, dass wir auch mal Grössenordnungen haben. Wichtig ist auch, es ist Kubikmeter fest. Es gibt so unterschiedliche Zahlen mit Tonnen oder Lose. Das ist jetzt da mal die Annahme fest. Wir sehen einmal in der ersten Spalte. Das ist also eine Grössenordnung, wo man sich merken kann. Etwa 250 Millionen Kubikmeter pro Jahr muss man irgendwo entsorgen, einen Aushub. Muss ich auch sagen, da drinnen ist Bauabfall auch drin. Etwa 10% sind Bauabfälle, 90% Aushub. Einfachheitshalber habe ich jetzt einfach alles da rein tun, weil sonst muss man da extrem auseinanderstödeln.
also etwa 250.000 Kubikmeter. Im Unterland ist etwa 35.000 Kunden dort angeliefert von diesen 4 Gemeinden und zu Mauern sind es die 25.000 und in Ruggell sind es 7.000 Kubikmeter Bauabfälle, die in das Kompartiment hinkommen. Und dann haben wir schon 75, 60 von 20, 30, bald 10. Dann, was wir auf der zweiten Spalte sehen, ist das bewilligte Deponievolumen. Und das bewilligt ist noch in Anführungszeichen gesetzt, weil bewilligt insofern, es ist noch nicht alles parat, jetzt kann man schütten, sondern zum Teil sind einfach schon Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht über den Perimeter, über die Etappen. Das heisst, es ist soweit einmal bestätigt, dass es umweltrechtkonform ist, aber es braucht dann also Teilbewilligungen. Da sehen wir ein Volumen total von etwa 10 Millionen Kubikmeter. Wenn man das mal ausrechnet, sagen wir 250.000, 10 Millionen, 40 Jahre hat man Platz. Wenn wir annehmen, es steigt auf 300.000, sind es vielleicht noch 30 Jahre, also eher mit 30 bis 40 Jahren hätten wir Volumen. Unten steht noch ein Satz, bei der Deponiestandard Resoverdot Schar und Gell bestehen grundsätzlich Erweiterungsmöglichkeiten, wenn man die Deponie weiter überschüttet oder wie in Ruggello weitere Etappen noch plant. Und dann kommt man nochmal etwa in die gleiche Grössenordnung. Also dann reden wir von 60 bis 80 Jahren, wo man grundsätzlich Volumen hätte. Dann kommen wir aber zur dritten Spalte, das ist das aktuell nutzbare Volumen. Und das ist ja das mit dem, das, das Stichwort Engpass kommt dort raus. Da sehen wir nämlich, dass noch 1,7 Millionen Kubik aktuell frei sind. Die Volumen sind unterschiedlich aufgeteilt, wer was hat. Aber man sieht zum Beispiel, dass jetzt kommt ich gleich nochmal zur zweiten Spalte, Entschuldigung. Was man natürlich in der zweiten Spalte noch sieht, ist, dass es sehr unterschiedlich verteilt ist. Bald es läuft aus. Dann haben wir es oben noch gesehen, Esche Mauern. Wenn wir das rechnen, sind das auch noch überschaubare Jahre, bis das fertig ist. Was wir aber auch sehen, ist zum Beispiel Schafe dort, haben riesige Volumen, die theoretisch für viele Jahre langen. Und dann komme ich eben wieder auf die anderen und jetzt sehen wir, dass zum Beispiel bei Schafe Dots zum Beispiel der Volumen gerade zusammen schrumpfen, was aktuell verfügbar ist. Und das sind eben die Engpässe. Das gleiche auch bei Ruggell, dramatisch, mit 12.000, die wir jetzt noch hätten. Aber eigentlich hätten wir 800.000, die schon ausgehoben sind. Und dann haben wir eben bald, das eigentlich ausläuft, also ein Jahr hat man dort noch. Und der Grund, warum dass die nutzbaren Volumen kleiner sind als die theoretisch, die man eigentlich hat, ist, hauptsächlich hat es in den letzten Jahren mit dem Bauboom zu tun, den Tino schon angesprochen hat. Es ist zwischenzeitlich sehr grosse Mengen angeliefert worden. Und der Vorsprung, den der Kiesabbau, der Felsabbau machen muss, immer, der ist einfach dort nicht nachgekommen. Also dort hat es nicht eine Steigerung gegeben, dass man mehr abgebaut hat. Und so ist einfach der Vorsprung vom Kiesabbau, vom Felsabbau nicht mehr da, dass man hinten da nachschütten kann. Es hat auch mit der Geometrie auf den Deponien zu tun. Die Deponien, das ist, da muss man organisieren, da der Abbau, da kann man wieder nachfüllen. Und zum Teil steht man wieder zurück Geld vor grossen Wind, da kann man nicht einfach zuschütten, weil da braucht es ja Seereizabstände etc. Und da sieht man auch, zum Beispiel Ruggell sieht man momentan extrem Engpässe. Aber etwa 3 Jahren rechnet man damit, dass man dort wieder etwa 50.000 öffnen kann von dem Volumen, das grundsätzlich offen ist, weil einfach der Abbau wieder in einen anderen Ecke geht und auf Deutsch gesehen wieder Platz ist, dass man da nachfüllen kann. Das gleiche gilt auch für Schafe dort. Momentan hat man dort einfach Engpässe, wenn man sehr tief drinnen ist, grosse Abstände hat und dann kann man nicht einfach hinten nachfüllen. Aber auch dort wird es in den nächsten paar Jahren Entspannung geben, wenn nicht gleichzeitig das kommt. Also der Engpass ist einfach... Es braucht einfach Zeit, dass die wieder vorwärts machen kann. Und da komme ich nachher drauf, da braucht es einfach Lösungen, wie kann man vielleicht auch überbrücken, dass die Deponien Luft haben zum Schnaufen. Also wir haben grundsätzlich landesweit betrachtet ein sehr grosses Deponievolumen, das vorhanden ist, das man theoretisch erweitern kann. Aber aktuell haben wir Engpässe bei verschiedenen Deponien, da eben der Vorsprung vom Abbau zu gering ist oder gewisse Deponien einfach auslaufen. Kommen wir zum nächsten Thema. Apfelplan ist schon angesprochen worden vom Tino. Und dort haben wir auch den Auftrag dazu. Es ist im Umweltschutzgesetz, Artikel 39, dass die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine Abfallplanung erstellt. Sie ermitteln dort den Bedarf und eine Entsorgungsanlage und man lädt ihnen den Standort fest und die Planungsperiode ist anzupassen.
Die Apfelplanung ist im Februar 2020 erlaubt worden. Das ist das Dokument, Teil 4. Es gibt noch einen Teil 1, 2, 3. Dort hat man einfach die verschiedenen, also man muss sich vorstellen, es geht nicht nur um Deponien wie auf dem Bild, sondern es geht um alle Fraktionen. Also Kehricht, die separat gesammelten Wertstoffe, bis zu Sonderabfälle, Industrieabfälle, Grüngut etc. Aber es ist klar, Deponien, das ist das grösste Volumen Abfall, das wir haben. Das ist das, wo am längsten Vorlaufzeit braucht, die man organisieren muss. Und darum nimmt das natürlich im Teilbericht 4 oder maßgebende Teil ein. Was der Bericht auch beinhaltet, ist Massnahmenblätter, ist auch schon angesprochen worden, wo für jede Gemeinde definiert sind, für alle Gemeinden gemeinsam und auch fürs Land. Und das sind sozusagen, wenn man so will, eine die Hausaufgaben. Und man hat sich auch dort einen Termin gesetzt und sieht, im 2022 gibt es immer eine erste Bilanz. Grundsätzlich alle 5 Jahre, aber jetzt am Anfang, weil relativ viele Fragestellungen offen sind, in 2 Jahren eine erste Bilanz zu ziehen. Das haben wir dann ja nächstes Jahr. Die Abfallplanung beinhaltet aber auch nicht nur die Entsorgung, sondern auch den Aspekt Wiederverwertung oder Vermeidung von Abfall oder dann halt auch Recycling. Das ist eine Abbildung aus der Abfallplanung aussen. Also die 2 Abbildungen, die eine die links kennen wir schon, das sind die Entsorgungswege, wie sie heute sind. Und dann gibt es eine Abbildung 22, die in dem Sinn einen Vorschlag macht für die künftige Entsorgung. Und dort drin, das basiert auf der aktuellen Entsorgungssituation, auf der aktuellen Größe der Deponien, Volumen, die ich sehe, und das Potenzial, das die Deponien haben. Und auch auf der Wiederverwertung von Aushub, das ist hier noch gekennzeichnet, dass man da das nutzt, dass man nicht deponiert, dass man das wertvolle Deponievolumen einfach zuschüttet, sondern der Aushub, den man verwerten kann für eine Auflandung, für eine Bodenverbesserung, dass man den so nutzt. Und unter diesen Voraussetzungen hat man damals gesehen, hat man einen Vorschlag gemacht, dass man die bestehenden 2 grossen Deponien von Dotz und Schaan, dass man die primär dann ansteuert und so dann kann auch vermeiden, dass man neue Deponien braucht und die Reserven sozusagen der nachfolgenden Generationen noch überlässt. Aktuell haben wir aber verschiedene Fragestellungen. Wir haben schon gehört, der Engpass, der sich verschärft hat. Wir haben auch die Auflandungserfahrungen, die noch schwierig sind, grossflächige Auflandungen zu machen. Wir haben auch Fragen, ob das wirklich das, sagen wir, ja, das Konzept das ist, was man wirklich will oder wo vielleicht auch das Sinnvollste ist oder soll es auch weiterhin Möglichkeiten geben da von anderen Deponien. Es sind verschiedene Fragen und darum laufen dort auch sehr viele Abklärungen. Ein Teil von der Abklärung ist das, was Eschenmauer jetzt macht mit Bürstwald, aber auch Balzers mit Freienberg oder auch Kehler und Gell. Das sind also Puzzlesteine, um dann im 2022 im ersten Bilanzzug zu schauen, ist man da. Soll es in so eine Richtung gehen, soll es in eine abgewichte Richtung gehen? Das sind wichtige Grundlagen, um die Diskussionen dann noch zu führen. Massnahmenblätter, das ist das, was so angesprochen worden ist. Das ist ein Bestandteil von der Apfelplanung. Hat jede Gemeinde so ein Massnahmenblatt? Ich sage natürlich das, was Eschenmauer betrifft. Und da sieht man zum Beispiel auch, die Engpässe sind beschrieben, dass es ausläuft. Man braucht eine Nachfolgelösung. Und es ist da unten dann auch beschrieben, dass dann, der Standort Bürstwald-Kracheröfen gesichert und abgeklärt werden soll. Zum auch wissen, können wir mit dem irgendwo planen, können wir den in eine Gesamtbetrachtung hinein oder nicht. Die Engpässe sind auch im Mauer beschrieben und entsprechend, dass man dann dort Abklärungen macht. Das gleiche hat auch Rugell, Balzers und die machen auch ihre Hausaufgaben. Dann kommen wir schon zum Kriterienkatalog. Das ist eigentlich schon die Überleitung zum Referat von Stefan Zeller, weil das haben ja wir vorgegeben. Und dort hat es ja Sitzungen gegeben, verschiedene, um da zu schauen, was braucht es effektiv für eine erste Standardabklärung. Das ist eine kleine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber man möchte doch schon so genau heranschauen, dass man weiß, gibt es irgendwo ein Stolperstein, wo man einfach, wo zu gross ist, oder ein Killerkriterium, dass die Deponie dort aus umwelttechnischen Gründen nicht möglich ist. Und auch Hauptkriterium ist jetzt auch Blatt, da sieht man natürlich Naturgefahren, Setzungen, Hangstabilität. Das sind natürlich Themen, eine Deponie muss stabil sein, es muss vom Grundwasser, vom Untergrund stabil sein und auf den nächsten Blättern kommt so die Hydrogeologie, also das Grundwasser, Hangwasserzufluss. Und dann haben wir natürlich nachher auch Naturschutzaspekt, Landschaftsschutzaspekt, wie ist der einsehbar, welche Naturwerte sind betroffen.
Wir haben dann auch eben der Lärm ist ein Thema, vom Betriebslärm, sei es, wenn es ein Kiesabbau ohne ist oder nur vor Deponierung. Also es gibt ganz viele Aspekte und dort würde dann der Stefan die Themen durchgehen. Landesweit betrachtet haben wir grosse Deponievolumen vorhanden und es sind auch Erweiterungen möglich, die nochmal in dieser Grössenordnung etwa sind. Wir haben aber aktuell die Engpässe bei verschiedenen Deponien, wir kriegen einen Vorsprung und gewisse laufen aus. Es laufen aktuell sehr viele Abklärungen zu den potenziellen neuen Standorten, eben Kehlen, Ruggell, Bürstwald, Grachenröfe und dann auch Freienberg-Balzers und auch zur Erweiterung der bestehenden Deponien. Wie könnte man dort noch höher anschütten zum Beispiel? Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, es laufen Abklärungen durch die Gemeinden. Tino hat es vorher angesprochen. Das Land kann nicht die Lösung bringen, ist klar, wir können nicht sagen, so läuft es und fertig. Auf der anderen Seite sind wir verpflichtet, zusammen mit der Gemeinde eine Planung zu machen. Und das Beste, was passieren kann, ist selbstverständlich, wenn die Gemeinde zusammen einen Auftrag definieren und sagen, wir machen jetzt eine vertiefte Problemanalyse, schauen uns das an und erarbeiten einen Lösungsweg, wie man die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bei der Entsorgung machen kann. Und zudem auch nochmal Forcierung in den Themen Auflandungen und Recycling. Dort geht jetzt auch nochmal ein rechter Schub vorwärts, erhoffen wir uns alle zusammen, dass man dort effektiv schaut, wie kann man die Auflandungen zu einem Durchbruch verhelfen, was müssen wir machen und ob im Recycling, Stichwort auch Preise, Deponiepreise, dass man dort halt also unattraktiver macht, dass man Sorten reinen Beton in ein teures Kompartiment hineintut. Weil man muss sagen, die Kompartimente, die wir von dort zum Schaden gebaut haben, sind Millionenbeträge. Und wenn man das einfach nur verfüllt mit Material, das nicht dort hin muss, dann ist das einfach eine Fehlinvestition. Und darum wurden dort die Preise, was das anbelangt, erhöht. Und es ist angekündigt worden, dass ab dem 23. in diesen Kompartimenten einfach sortenreines Material nur angenommen wird. Das muss einfach in ein Recycling. So deutsch gesagt, werfen wir auch nicht das Glas und das Aluminium in eine Kehrichtige, sondern bringen es halt auf die Sammelstelle. Und das ist dann halt auf dieser Dimension dann auch der Fall. Und dann haben wir bis Mitte 22, also zum weiteren Vorgehen, sollten wir die Ergebnisse beieinander haben, zu den verschiedenen Abklärungen, sei es von der Gemeinde selber und dann aber auch das gemeindeübergreifende. Und die zweite Jahreshälfte wird sehr prägt sein, dass wir nochmal die Apfelplanung hernehmen, schauen, welche Grundlagen haben wir und schauen, welcher Weg, welche Varianten bieten sich an und welche sind für uns die besten. Und was der Schlüssel ist aus meiner Sicht, ist einfach Zusammenarbeit, Koordination. Das ist ganz zentral für eine effiziente und gute Deponiebewirtschaftung. Es findet jetzt schon statt. Machen auch keinen Hehl daraus, dass wir uns da manchmal viel zu gerne noch mehr vorstellen in einer Koordinationsstelle, wo dann wirklich Gemeinden das koordiniert für alle irgendwo machen. Es ist schon nachvollziehbar, dass das vielleicht noch nicht überall also gesehen wird. Vielleicht wird es so gerne nicht so gesehen. Es gibt andere Formen. Ich möchte einfach sagen, es gibt Koordination. Es wird so gerne jetzt auch nochmal mit dem Auftrag, den Sie machen, das ist der Punkt 2 oder das von der Gemeinde. Es wird da nochmal eine große Abklärung und ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wo wir dann landen bezüglich der Koordinationsstelle oder was auch immer, es wird dann ja Zeit sagen. Geschätzte Damen und Herren, wir reden vom Liechtensteiner Unterland, da ein Blick aus der Vogelperspektive mit dem ganzen Unterland, Landesgrenze Österreich, Rhein, Grenzen Oberland, blau eingekreist, der mögliche Perimeter Bürstwald-Krachenrüfe, lokalisiert an dem Hangfuss von der Krachenrüfe oder Mauerrüfe, je nachdem, welche Plangrundlage dass man für die Benennung zur Hand sieht. Gelegen zwischen Schawald, entlang von Feldkirchen, Vorarlberger Strasse und Nendler, angrenzend an die Hauptverkehrsachse. Der Perimeter, die blau umrissene Fläche, durchtrennt durch den Rüfelauf, wie schon gesagt, ziemlich mittig. Man sieht hier, es ist ein Waldstandort, es ist eine bestockte Fläche. Konkret reden wir hier von der Parzelle Nummer 1 auf Hoheitsgebiet der Gemeinde Eschen. Die Parzelle ist der Perimeter, der für die Standortprüfung als möglicher zukünftiger Deponiestandort zur Diskussion steht. Wie soll das Konzept, das mögliche Umsetzungskonzept für allfällig mögliche Deponie aussehen? Dazu der folgende Plan, wir gehen jetzt ein bisschen weiter rein im Fokus, wir schauen den Perimeter wieder an, die blaue Linie, wäre die Linie jetzt hier entlang der Strasse, Richtung Nendler geht es darauf, da ist die Parzelle Nummer 1,
Wenn wir auf dem Plan sehen, ist es ein mögliche Umsetzungskonzept, wie man die Deponie an dem Standort könnte realisieren. Man sieht, wir haben zwei Teilflächen mit farbigen Teilflächen. Hier eine südliche Hälfte und eine nördliche Hälfte. Mittig der Rüfelauf, der oben runterkommt vom Hang Richtung Vorarlberger Feldkirchenstrasse. Die farbigen Flächen umreissen das mögliche Betriebsareal. Das Betriebsareal ist eine Teilfläche von der ganzen Parzelle, vom ganzen Perimeter. Wenn man zusätzlich sieht, ist die grün schraffierte Fläche, das Band, entlang von Vorarlberger Feldkirchenstrasse, der Hang darauf, ich bin drüttig zu nennen, und schliessen hier an, Wald, da ist noch die bewaldete Fläche, wo es darauf geht im Hang. Da ist ein Schutz- und Pufferstreifen, der im Moment mal angedenkt ist, eine minimale Breite von 20 Metern, wo der Wald stehen bleiben sollte oder stehen bleiben muss. Wie erwähnt, der Pufferstreifen schliesst hier an, an ohnehin bewaldeten Fläche, Hang aufwärts. Uns ist klar, die Breite ist im Moment mal eine Hausnummer, die 20 Meter ist eine Minimalbreite. Wenn das Projekt weiterverfolgt wird, allenfalls wird man die Breite genauer überprüfen müssen und allenfalls so nach oben erhöhen, also von der Breite her müssen erhöhen. Wieso? Der Streifen, der ist mal eine primäre Massnahme, Sichtschutz, Lärmschutz, Stoppschutz, Minimierung von der Einsehbarkeit. Zusätzlich ist angedenkt, die anschliessend hellgrüne Fläche, unterteilt durch drei, weil der Rüfelauf oben runterkommt, die Idee, um einen Sichtschutzdamm zu schütten. Der Abraum vom Waldstandort zu schütten auf einen Damm, der zu bepflanzen, bestocken und so zusätzliche Massnahmen wieder für Einsehbarkeit, Lärm, Staub, Landschaftsbild zu schaffen. Man sieht weiter die gelbe Fläche. Das ist die angedachte mögliche Einfahrt und Zufahrt, Grundeschliessung vom Areal. Wir haben die bestehende Einfahrt mit dem Forstweg, der anschliesst, eine Topverkehrsachse. Die Idee, wir wollen die nutzen, um von daher eine Basiserschliessung auf die zwei Teilflächen sicherzustellen. Man sieht weiter die verschiedenen Flecken, der Flickerteppich. Die Idee vom Ganzen, wenn das Projekt soll kommen, die Deponie, man wird es kleinräumig etabliert bewerkstelligen und auch kleinräumig vorantreiben. Also eine Etappe roden, Kies abbauen oder den Abraum machen, Kies aufbereiten, etabliert Deponie auffüllen, rekultivieren, nächste Etappe roden, Abbau und so das Ganze etabliert vorantreiben. Die Idee, man wird südlich anfangen, eine erste Etappe vom Deponiebetrieb, zweite Etappe, dritte Etappe, vierte Etappe, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte. So eine Grundidee vom Konzept her, zum möglichst schnell vom Süden her fertig zu machen und das Ganze zurückzuführen in die Umgebung von dem Waldstandort. Wieso vielleicht geht die Frage schon vorne weg, wieso im Süden anfangen, wieso zu Nenden anfangen? Wir schließen hier an eine Wohnzone und eine Reservezone gemäß Zonenplan. Und wenn möglichst schnell uns von dort wegbewegen, um auch von dort her die ganze Situation, Einsehbarkeit, Lärm, Staub etc. zu verbessern und möglichst schnell uns dort wegzubewegen. Also Grundidee, eine kleinräumige, etablierte Entwicklung vom Areal. Das ist ein erster wesentlicher Unterschied zu den schon erwähnten Deponiestandorten Schaar und Vaduz, wo wahrscheinlich nicht von Beginn weg, wenn man zurückdenkt in der Geschichte, nicht von Beginn weg ein klar definierter Etappenplan zu Grund gelegen ist. Man hat mal angefangen und das Ganze hat sich laufend erweitert. Man hat riesige Abbautiefen, 60, 70 Meter tiefe Abbaukanten, und je höher die Abbaukanten, je grösser das Areal etc. etc. Da wird man bewusst, von Beginn weg ist die Grundidee eine Etappierung, eine definierte Vorgehensweise, aber den Flächenbedarf und die Flächenentwicklung anbelangt. Ich möchte jetzt genau nochmal drauf schauen, nochmal auf die Detailsachen. Wie schon erwähnt, die Idee ist, man will einmal das ganze Areal, wenn es so weit überhaupt kommt, einmal das Ganze erschliessen. Eine gute, gut durchdachte, sinnvolle Basiserschliessung zurechtzustellen oder zurechtzulegen. Dann wird die Einfahrt ab der Hauptverkehrsachse und eine erste Basiserschliessung an der Basis des ganzen Areals, die GL-Fläche. Man will einmal einen zentralen Installationsplatz machen. Kommt eine Deponiewart, Reifenwäscheanlage, LKW-Wagen, Parkplätze, Mannschaftsräume vielleicht, was man da braucht.
Zusätzlich, je nach Umsetzung, im Detail dann, Aufbereitungsumschlagplätze, wenn es für auf Kiesaufbereitung das Thema wird, es geht einfach dort umzuschlagen, Zwischendepot zu betreiben, auch mal so einen Platz oder Plätze sicherzustellen, an der Basis, dass nachher so fix bleibt für die ganze Betriebsdauer von dem Projekt. Und wie erwähnt und wie es so steht, etablierte Vorgehensweise, eine Etappe gemäß der Grundüberlegung in einer Grössenordnung von 1,5 bis 2 Hektaren oder 15 bis 20.000 Quadratmeter pro Etappe. Und zusätzlich die Erschliessungsgrundflächen einmal rund die 15.000 Quadratmeter. Wenn wir mal ein bisschen vorher schauen, wir haben es nicht in einem Film animiert, aber wir haben es in statischen Bildern animiert. Wie sieht das vielleicht aus, wenn wir in die Betriebs- oder die Entwicklung des Areals reinschauen, im ersten Jahr die Basiserschliessung, kommt der Schutzdamm, man wird die Flächen machen, in der Anfangsphase, man wird die erste Etappe anfangen roden und Kiesaufbereitung, Kiesabbau anfangen vorbereiten. Wenn sich das Projekt weiterentwickelt, 5, 6, 7 Jahre später, entwickelt sich das Ganze, Schütten, Deponie, fängt sich an zu entwickeln, das Loch wird wieder gefüllt, es wird zurückgeführt, langsam in die nächste Etappe, fängt man an roden und entsprechend das Material wieder abrum. Nach 10, 15 Jahren entwickelt sich, ist schon wieder aufgeforstet, bepflanzt, aufgeforstet. Im ersten Bereich fängt es wieder an, den Jungwald zu entwickeln. Rund 30 Jahre später, man sieht, das Areal entwickelt sich, es wird wieder grüner, dunkelgrüner, Fläche, die grün wird, wieder grösser. Das ist die Idee von der Zurückführung in den Etappen, dass das ganze Areal langsam wieder zurück, selber zurückentwickelt mit dieser Aufforstung in Waldstandort. Nach 40, 50 Jahren, es wird längere Grüne wieder, wir bewegen uns gegen Sand von dieser möglichen Deponie. Und in einer Endphase, man sieht jetzt im besten Fall nach rund 50 Jahren, im ersten Bereich, ist der Wald schon so weit entwickelt, dass er schon recht gut als entwickelter mittelalter Wald schon wieder da steht. Die Zahlen, wie sie hier aufgeführt sind, entsprechen dem Umsetzungskonzept mit den Teilflächen und den Annahmen, den Anlieferungsmengen, wie es Andreas Gstöhl vorgestellt hat, und da mal überlagert die zeitliche Entwicklung, die Fläche und die möglichen Kubaturen, wie sich da in dem ganzen Areal könnte entwickeln. Vielleicht die relevanten Kennzahlen zum Projekt. Der Perimeter, die ganzen Parzellen, sind rund die 33 Hektare. Davor angedenkt als Betriebsareal sind etwa 25 Hektare, also etwa 3/4 ist angedenkt als mögliches Betriebsareal. Wie viel Kies könnte man allenfalls abbauen? Oder kiesiges Material sind rund die 4,5 Millionen Kubik. Abraummaterial, eine Ausbautiefe von 30 Meter Tiefe, mal so kalkuliert. Eine Ausnutzungsziffer aufgrund der geologischen Untersuchung von rund 60%, also 60% von dem Abraum kann man aufbereiten zu Kies, wo man dann kann bautechnisch weiterverarbeiten kann. Das heisst, das Kies ist etwa 2,5 bis 3 Millionen Kubik, könnte man Kies generieren. Und das Deponievolumen und der Abzug von der Rückfuhr vom Kieswäschlamm werden die Grössenordnung von diesen 2,5 Millionen Kubik. Das Ganze basiert auf der Annahme von rund 60.000 Kubik Anlieferungsmenge. Es wäre eine Maximalvariante unter der Annahme, das ganze Unterland würde Aushub im Bürschwald-Kachenrüffi anliefern. Da mal eine erste Annahme, dass wir eine Maximalvariante in uns zurechtgelegt haben, um möglichst die grössten Auswirkungen abzubilden in dieser Standortprüfung. Mit Hintergrundwissen im Kopf, das ist wahrscheinlich das Projekt am Schluss nicht so maximal dimensioniert wird, wäre, sondern eher kleiner gefahren wäre, könnte oder müsste. Jetzt würde am Schluss heißt, mit diesen Zahlen Betriebsdauer rund 40 bis 50 Jahre, das heißt eine Lösung für rund 2 Generationen. Wenn wir uns dort einmal genauer anschauen, von unten, Feldkirche, Vorarlberger Straße, jetzt im Querschnitt sehr schematisch, der Pufferstreifen mit den 20 Metern minimal, der Sichtschutzdamm und nachher der Hang, wo es jetzt darauf geht, die jetzige Oberfläche und dann die Abbautiefe, wo das Loch generiert wird für den Abraum und nachher für Deponievolumen. Der Damm, die Höhe, ist so dimensioniert, dass so für die Lärmemissionen, dass der Damm entsprechend optimal ausgestaltet ist, um bezüglich Lärm die beste Lösung zu bieten. Das war ein iteratives Vorgehen in der ganzen Projektierung, um die Sachen aufeinander abzustimmen. Und ist entsprechend in die Konzeptüberlegungen auch eingeflossen. Dasselbe mit dem technisch gehaltenen Plan, mit der Bahnlinie, der Böschung darauf,
Feldkirche Vorarlberger Strasse, die 20 Meter Abstand. Da ist die Perimetergrenze entlang der Strasse. Der Sichtschutzdamm. Und da noch die mögliche Abbautiefe mit der grauen, dicken Linie. Und die schwarz feinen Linie, die aktuelle Geländeoberfläche. Und hier eine weitere Optimierung. Die Aufbereitungslager, Zwischenlagerplätze, die grauen Flächen von dem Fleckenteppich, den ich vorher gesagt habe, ist die Idee, dass die tiefer gelegt werden als jetzt im Gelände. Dass sie hinter dem Damm versorgt werden, in einem tieferen Niveau unten. Und hier wieder eine Massnahme, um die Auswirkungen auf die Umgebung, vor allem bezüglich Lärm, Einsehbarkeit, Staub anbelangt, um dort eine Optimierung vorzunehmen. Und da ist es so iterativ entwickelt worden, zusammen mit den Fachplanern, weil die bestmögliche Lösung ist. Gehen wir ein bisschen weiter in die Details. Grundwasser ist ein Thema. Ist ein Thema vom Kriterienkatalog. Im Moment ist es ein Eintrittsareal, ein möglichst nutzbares zukünftiges Grundwasserareal. Es gibt aber von dem Gesetzestext her klare Vorschriften, was ein Deponiestandort muss bezüglich Grundwasserschutz erfüllen. Es sind die Borgen passiert, 3 Borgen hat man abgetieft. Die Borgen sind so tief angelegt worden innerhalb des Areals, dass man die theoretisch den Talgrund erreicht hat, also die Oberfläche vom Riet erreicht hat. So tief sind die Borgen angelegt worden, dass man einen theoretischen Grundwasserspiegel, der vom Talgrund sich richtig hangwärts entwickeln würde, sicher würde erfassen in diesen Bohrlöchern. Sind darum die 3 Tiefen, die Borgen sind verteilt worden in der Höhenlage in dem Areal. Wir haben in den Borgen nebst Probenahmen und klarem, deutlichem oder sauberem Nachvollzug, man beschreibt vom Bohrgut, haben wir Proben gezogen, die Probe untersucht, da komme ich nachher darauf zurück. Man hat Pumpversuche wollen machen, Pumpversuche, um eben zu klären, wie viel Wasser fließt in den Bohrlöchern nach, um einen ersten Hinweis oder Indiz zu finden bezüglich möglichem Grundwasservorkommen. Die Pumpversuche sind relativ schnell abgebrochen worden, weil praktisch kein Wasser nachgeflossen ist. Und darum ein erster Hinweis, dass da kein durchgehender Wasserspiegel vorhanden ist und wahrscheinlich kein Grundwasser rum. Zusätzlich hat sich gezeigt, in den Hangwasserspiegelmessungen, wir haben in den Bohrlöchern Sonden installiert, um die Schwankung vom Wasserstand in den Bohrungen zu überwachen, mehr als ein Jahr lang. Da haben wir eine sehr starke Abhängigkeit zwischen Niederschlagsmenge und Wasserstand in den Bohrlöchern festgestellt. Hier ist ein weiterer Hinweis, dass hier einzelne Hangschichten Wasser zuführen, wenn es geregnet hat oder wenn es geschneit hat und der Schnee geschmolzen ist. Wenn es einen Grundwasserspiegel hat, dann würde sich dort das Niveau auspuffern über die Fläche vom Grundwasserträger und dann wäre die direkte Abhängigkeit zum Niederschlag eigentlich wesentlich kleiner oder wesentlich abgeflachter und breiter. Und da haben wir extreme Ausschläge gefunden, wenn auch starke Niederschlagsereignisse. Und darum ein weiterer Hinweis, dass kein Grundwasser rum sein kann im Bereich von diesen Bohrtiefen. Und die Bohrtiefen, wie ihr seht, die schliessen einen Wasserspiegel oder müssen den Wasserspiegel vom Talgrund anschliessen. Was man weiter festgestellt hat, auch bei der Untersuchung, auch beim Beschreib vom Bohrgut, das Material ist sehr schlecht wasserdurchlässig. Es hat einzelne wasserführende Schichten, habe ich schon erwähnt. Es ist ja vorgekommen, dass man mit gewissen Tiefe eine nasse Schicht erbohrt hat und ein paar Meter weiter unten ist das Material wieder wirklich trocken gewesen. Kein Wasser drin. Und dort wird dann hinweisen, dass wasserführende Schichten einzelne, wo innerhalb von dem Wasser, schlecht durchlässigen Material das Wasser hangabwärts ableitet. Aber durchgehend ist da nicht eine Wassergängigkeit vorhanden. Ein weiteres Indiz, dass kein Grundwasser rum ist. Die Schwankungen habe ich erwähnt. Die Folgerung schlussendlich vom Hydrogeologen. Es ist da kein Grundwasser rum. Und der Standort erfüllt somit Vorgehen, was Trinkwasserschutz oder Grundwasserschutz anbelangt, weil gar kein Grund oder nutzbares, möglich nutzbares Trinkwasser rum ist. Und der Standort erfüllt darum die gesetzlichen Bestimmungen einen möglichen kiesabbauenden Deponiebetrieb. Man hat weiter die Kiesqualität angeschaut, man hat das Material labortechnisch untersucht, bis für bautechnische Verwendung notwendig ist. Man hat dort mehrheitlich die früheren Annahmen und Ergebnisse von früheren Abklärungen und Untersuchungen können bestätigen. Es ist nämlich folgendes, das Material ist grundsätzlich geeignet als Baustoff, eher vielleicht für zweiklassige Verwendungen, nicht für hochwertiges, qualitativ hochwertiges Kies, und eher für zweiklassigen Einsatz. Man kann es aber einsetzen, vielfältig, setzt aber eine aufwendige Aufbereitung voraus. Nass- und Trockensiebig als Stichwort. Die Nutzung ist schon eingangs erwähnt, bei der Kennzahl die 6% als Ausnutzungsziffer, das heißt 40% von dem Abraum wäre ein Abfallprodukt, das im Moment
keine weiteren Verwendungsmöglichkeiten bestehen. Was dort zukünftig vielleicht entsteht, kann man im Moment nicht dazu sagen. Die Folgerung aber, grundsätzlich gibt es ja da keine Einschränkungen, wenn man die geologische, hydrogeologische Sicht anschaut, als Kies kann man aufbereiten, das Kies kann man bautechnisch einsetzen. Abbauquote, eingangs die 30 Meter erwähnt, also als Planungsgröße für die Standardprüfung, die Abbauquote könnte man oder kann man für eine mögliche weitere Projektierung entsprechend dem Bedarf natürlich auch anpassen. Man kann weniger tief fahren oder man könnte theoretisch auch tiefer fahren. Es sind natürlich alles wieder Auswirkungen auf die Etappierung und auf die Ausgestaltung vom ganzen System, von dem Betrieb, von dieser möglichen Deponie. Und ist natürlich klar, je höher der Bedarf und je tiefer das Loch machen will, je grösser werden die Massnahmen bezüglich Böschungsstabilität, Ableitung oder Fassung von diesen Hangwässern etc. Also dort braucht es bautechnische Lösungen, die direkt abhängig sind vom Ausbaustandort, von dem möglichen Standort. Aber auch selbst technisch lösbar. Naturgefahren ist ein Thema. Trüff ist im Perimeter drin. Trüff ist aber nicht im Betriebsareal. Ist in der Mitte. Durchtrennt unser Areal links und rechts und hier. Ein Pufferstreifen vorgesehen. Ist aber selbst erklärt, wir sind im Rüfe-Nahbereich. Es braucht auch hier Massnahmen zur Sicherstellung von Rüfe-Sicherheit, Hochwasserschutz etc. Auch dort braucht es bautechnische Lösungen, wenn man das Projekt weiter vertiefen und weiter aus bautechnischer Sicht Fleisch und Knochen bringen, wenn man so sagen. Die Erschliessung vom Ganzen, grobe Erschliessung. Wir haben eine perfekte Erschliessung, wenn man die Hauptverkehrsachsen anschaut. Von Eschen her, Dreistrasse, eine zentrale Verkehrsachse im Unterland. Vom Uhren her, Triadstrasse mit dem jetzigen Deponiestandort. Das ist eine Verlängerung von der jetzigen Deponie-Einfahrt, wenn man vom Uhren her denkt. Und man Vorarlberger Feldkirchenstrasse als Basis direkt anschliessend als Areal. Von Schawald her, die Verlängerung von der Vorarlberger Feldkirchenstrasse und Richtung Menden theoretisch auch die Verlängerung auf dieser Hauptverkehrsachse. Man geht nicht durch Siedlungen, man geht nicht durch kleine Strösschen, sondern die Basiserschliessung kann über ausgebaute Hauptverkehrsachsen könnte sichergestellt werden. Vier Schliessung, ich wiederhole mich hier nochmal als kurz zum Thema Schliessung. Die Idee mit dem Ausbau des bestehenden Wegnetzes, vor allem die bestehende Einfahrt ab der Hauptverkehrsachse. Und wie auch schon erwähnt, die Idee wäre auch zentrale Einfahrt, die über die ganze Betriebstour sollte bestehen bleiben. Weiter im Verkehrsthema. Wir haben die erste Abklärung gemacht aufgrund von Verkehrszählungen, komme ich nachher noch darauf zurück, aufgrund von den Verkehrszählungen, die routinemässig laufen, durch das Amt für Bau und Infrastruktur, das Amt für Umwelt, auf der ganzen Thematik raus. Man hört, Ruggell ist dran an dem Thema mit dem Standort Kehlen, Eschen, Muren mit dem Standort Kracherüfi oder Bürstwald Kracherüfi. Das Amt für Umwelt hat einen weiteren Drittauftrag vergeben für eine Verkehrsmodellierung, die das ganze Unterland abdeckt, wo man den Verkehr darstellt im Hinblick auf die Verkehrssituation mit dem Deponiestandort, Stabruch, Limseneck, Kiesimport und mögliche Kiesgenerierung im Standort Bürstwald Kracherüfi. Ziel ist, mit dem Verkehrsmodell die Situation darzustellen und vor allem aufzusagen, was passiert in den möglichen Varianten. Wie verlagert sich denn allenfalls der Verkehr und jetzt allenfalls für Auswirkungen? Zwar ist angeschaut worden, eine Ist-Situation ist die Null-Variante, ist die jetzige Situation. Deponie Rheinau, Deponie Langmaat mit Anlieferung, Kiesimport aus dem Vorarlberg, Stabruch Limseneck mit Kiesabsatz in der weiteren Region, nicht nur im Unterland. Und Deponiebetrieb Limseneck mit dem Typ B, wie wir so schon gehört haben, von Tino und von Andreas. Das als Nullvariante. Es sind drei Zielvarianten definiert worden für den Auftrag für die Verkehrsmodellierung, wo man die zukünftigen möglichen Deponiestandorte abbildet, also Kehlen, Ruggell und Bürstwald-Kracherüfi, und eben den möglichen Kiesabbau Bürstwald-Kracherüfi mit einfließt in die Modellierung. Jeweils die einzelnen Varianten mit beidem, nur mit dem einen Standort. Und die vierte Variante, was passiert, wenn es zukünftig im Unterland Gäcker Deponie mehr gäbe. Was passiert denn mit dem Verkehr auf dem ganzen Gebiet vom Liechtensteiner Unterland? Der Auftrag ist jetzt in Arbeit, die Situation ist kurz vor dem Abschluss und die Modellierung passiert nachher über die Wende 2021, 2022. Ein weiteres Thema oder ein wichtiges Thema ist Betriebsverkehrslärm. Gemäß der Lärmschutzverordnung zählt das Projekt oder würde das Projekt als ortsfeste Anlage zählen. Das ist ein fixer Begriff aus der Lärmschutzverordnung.
Die feste Anlage bedeutet, dass die Lärmemissionen so weit begrenzt werden, wie es technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Und dass vordefinierte Planungswerte im Betrieb eingehalten werden. Das heisst für uns, wie es also oben steht, Betriebs- und Verkehrslärm ist für uns relevant, gestützt auf die Gesetzesartikel aus der Lärmschutzverordnung. Was zählt schlussendlich das Vorsorgeprinzip und das Einhalten von diesen Planungswerten. Wir haben zwei Varianten durch den Fachplan Lärm rechnen lassen und auch hier probiert, um möglichst die maximal mögliche Auslastung oder Auslegung des Projekts abzubilden und möglichst maximal, theoretisch maximal möglich Lärm abzubilden und diesbezüglich auch erste Beurteilungen vorzunehmen. Man heisst da, man geht davon aus, man hat eine Kiesaufbereitung vor Ort. Die Kiesaufbereitung wird sicher Lärm generieren, dass der Lärm abgebildet ist in der Beurteilung und man dort dazu eine Antwort überkommt. Man hat andererseits aber angenommen, dass die Kiesaufbereitung könnte eine andere Variante in einem externen bestehenden Kieswerk passieren, also der Einfluss könnte haben auf den Verkehr. Und so haben wir probiert, um beide Maximalauslegungen bezüglich Betriebslärm und Verkehrslärm abzubilden in dieser Beurteilung der Lärmsituation. Die Datengrundlage beim Verkehr sind die Verkehrszählungen, wie erwähnt, vom Amt für Bau und Infrastruktur auf diesen drei Hauptverkehrsachsen. Ich sehe jetzt rund 12'000 Fahrzeuge pro Tag im Durchschnitt über das ganze Jahr auf der Vorarlberger Feldkirchenstrasse, sind beide Fahrtrichtungen berücksichtigt. Auf der Riedstrasse knapp 4'500 und auf der Rheinstrasse Feschen Endl auf deren Achse rund 8'000 Fahrzeuge pro Tag im Mittel über das ganze Jahr. Bezüglich Betriebslärm und Auswirkungen auf die Umgebung ist relevant, dass man die Planungswerte oder die Belastungsgrenzwerte anschaut, am grösstmöglichen oder am lärmempfindlichsten Raum. Und in dieser Situation mit unserem Projektperimeter, Betriebsareal, mit der Strasse zwischen drinnen und der angrenzenden Wohnzone ist der lärmempfindlichste Raum, so definiert in der Richtlinie bezüglich Lärmbeurteilung, ist das offene Fenster im obersten Stockwerk der einzelnen Häuser. Man hat hier verschiedene Punkte definiert. Reifenwäscheanlage ist ein Punkt, der Materialumschlag, Aufbereitungsplatz ist ein Punkt, die mögliche Kiesaufbereitung ist ein Punkt. Und hier definierte Punkte im Bereich der ersten Etappe, wo man nächste Stelle zu der Strasse, wo Material abgebaut wird, Material zugeführt wird, Tragsarbeiten passieren, Planierarbeiten, Bagger im Einsatz sind etc. Und hat die Lärmemissionen berechnet, wie wirken sich die auf die definierten, mit dem Steuerungsausschuss abgestimmten Empfangspunkte entlang vom Perimeter aus. Und so hat man die ganze Sache modelliert und berechnet und so Antworten gebracht, was das Kriterium Lärm vom Kriterienkatalog anbelangt. Wir haben hier die Bauzone im Moment nicht gross ausgenutzt, ist zu nennen, mit berücksichtigt, weil dort theoretisch könnte zukünftig auch gebaut werden, dass man aus dieser Situation keine Antwort liefern kann, was das Projekt möglicherweise könnte bezüglich Lärmemissionen oder Emissionen auf dem Standort her denken könnte, verursachen. Wie beurteilt der Fachplaner die Situation bezüglich Lärm? Betriebslärm, die Nachwirkung, also direkt angrenzende Perimeter, die Häuser mit den offenen Fenstern im oberen Stockwerk, also die maximal mögliche Einwirkung auf die Häuser, kommt der Planer zum Schluss mit dieser Modellierung, wie es vorgegeben ist, aufgrund von gesetzlichen und Richtlinienvorgaben, man kann die Planungswerte am Tag einhalten. Tag heißt morgen um 7 Uhr bis am Abend um 7 Uhr. Die kann man mit diesen Massnahmen, Pufferstreifen, der Sichtschutz oder der Damm, der Pufferdamm, Tieferlegen von den Flächen etc. kann man sie einhalten. Planungswerte in der Nacht ist nicht relevant, weil die Deponie wird ohnehin zwischen dem Abend um 7 Uhr und morgen um 7 Uhr nicht in Betrieb sein und darum ist es nicht weiter beurteilt worden. Man hat die Fernwirkung beurteilt, meistens Berg, stellt man starke Verdünnung fest und wahrscheinlich, oder ist so die Aussage aus dieser Modellierung heraus, der Betriebslärm, den das Projekt möglicherweise würde generieren, oder das mögliche Projekt würde generieren, mischt sich ins Hintergrundgeräusche ein und es ist Stand heute in dieser Modellierung keine störende Geräusche in der Fernwirkung feststellbar oder man kann keine Fernwirkung, eine störende Fernwirkung auf den Punkt bringen in dieser Modellierung, was den Lärm anbelangt. Der Verkehrslärm in dieser Maximalvariante, dass alles Material abgeführt wird, das ganze Unterland würde ich anliefern, sind im Moment rund gerechnet 110 Lastwagen pro Tag. Was den Lärm aber anbelangt, den Verkehrslärm, ist der Lärmpegel kleiner als ein Schwellenwert und somit
bezüglich Verkehrslärm keine relevante Auswirkungen oder Auswirkungen generieren. Die Folge vom Lärmfachplaner: Es braucht einen Massnahmenplan, um die Planungswerte einzuhalten. Wie schon erwähnt, sie sind im Umsetzungskonzept beschrieben. Es ist der Lärmschutzdamm mit der Bestockung. Es ist das Tieferlegen von diesen Plätzen. Es ist der Pufferstreifen. Im besten Fall natürlich eben schon breiter, das habe ich eingangs schon erwähnt. Auch dort eine Optimierung vorzunehmen. Und vor allem auch die Etappierung mit laufender Wiederauffüllung. Also laufend, wenn man im Loch unten arbeiten kann und rundum schon wieder in einem hohen Niveau ist, um den Lärm wirklich im Loch unten zu behalten. So kommt der Fachplan der Lärm zum Schluss. So können die Sachen eingehalten werden. Und wie erwähnt, in dem Konzeptplan, den ich anfangs gezeigt habe, sind die Massnahmen schon mit berücksichtigt und miteinander, dass iterativ erarbeitet worden ist. Seitlingsabstand ist ein weiteres Kriterium, das sicher von Bedeutung ist, wenn man auch von dürfter Information redet. Und da haben wir die Luftaufnahme mit der Parzelle Nummer 1, blau umrandet. Ein möglicher Abstand am Gebiet Kolmat. Und jetzt so ein Abstand von der Wohnzone bis zum Parzellengrenze, rund 15 Meter. Der Schutzbufferstreifen mindestens 20 Meter und die Breite vom Sichtschutzdarm nochmal 15 bis 20 Meter, gibt es einen Siedlungsabstand von mindestens 50 Meter. Wenn man hier im Gebiet Rütti herschaut, eine ähnliche Aussage, da fehlt uns der Strassenabstand, also der Schutz- und Bufferstreifen mit 20 Meter mindestens und der Sichtschutzdarm noch mit 15 bis 20 Meter und da gibt es 30 bis 40 Meter minimalen Abstand. Und am Gebiet Oberstädtli-Rüttigasse oder auch in den Schutz- und Pufferstreifen mit mindestens 20 Meter, der Damm mit 15 bis 20 Meter. Und die kürzeste Distanz sind ohnehin schon etwa 200 Meter, also wir sind da über 200 Meter, wenn man rein vom Abstand her denkt. Wenn wir uns einmal Erinnerung rufen, die Etappierung, eine erste Etappe, eine zweite Etappe, eine dritte Etappe, eine vierte Etappe, wir bewegen uns von der Siedlung weg mit dem Konzept. Und der Abstand wird im Baufortschritt, in der Betriebsdauer vom Projekt wird der Abstand laufend grösser. Und somit der Siedlungsabstand länger oder weniger relevant, wenn wir für ein mögliches Projekt denken. Wenn man zusätzlich mit berücksichtigt, ist der Strassenabstand oder die Längenausdehnung entlang der Feldkirche Vorarlberger Strasse. Die Parzelle hat etwa eine Länge entlang der Hauptverkehrsachse von etwa 900 Meter. Davor ist etwa ein Drittel, deutlich weiter entfernt, wenn man vom Betriebsareal her denkt. Ist die Spange oder der Bogen, den es hier braucht, weil dazwischen haben wir die Sammelsysteme der Räufe. Und entsprechend ist dort der Abstand 100 Meter und mehr. Auf rund einem Drittel von der Längenausdehnung von dem Projektperimeter. Wir gehen einen Schritt weiter, Siedlungsabstand, Einsehbarkeit ist ein Thema. Wir haben das Unterland sehr intensiv fotografisch dokumentiert, also insbesondere der Landschaftsplaner Martin Brunner. Wir haben verschiedene Punkte angefahren, festgehalten, wie ist der aktuelle Blick auf den Perimeter. Ich sehe jetzt mal rund 30 Punkte dokumentiert, schwerpunktmäßig Mauern, Eschen, etwas aus dem Schawald, etwas von Endler. Wir sind gerne auf das Blanken oben, weil es verlangt worden ist, gemäß Kriterienkatalog oder gemäß Rückmeldung vom Amt. Wir haben die Situation beurteilt und schlussendlich in Abstimmung mit dem Steuerungsausschuss 6 Punkte ausgewählt, wo man detaillierte Visualisierung gemacht hat, wie die Sehbarkeit und das Landschaftsbild könnte sein unter der Annahme von der Umsetzung von dem Umsetzungskonzept. Also rund die 30 Standorte, wie erwähnt, nachher die Visualisierung der 6 Standorte. Grunderkenntnis aus der ganzen Beurteilung vom Landschaftsbild und Einsehbarkeit, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die man im Hinterkopf behalten muss. Es ist die Distanz ein Punkt. Also wie nah sind wir dazu oder gehen wir weiter weg? Der seitliche Blickwinkel, schauen wir frontal drauf oder schauen wir mehr von der Seite drauf? Wo bewegen wir uns von der Höhenlage? Sind wir im Mauerried, im Riedboden unten oder sind wir am meisten Berg irgendwo in der Höhe oben und schauen aufs auf den Perimeter. Es gibt ganz einen anderen Blickwinkel drauf. Störende Elemente haben wir Hügelzeug, meistens Berg, wo es ein bisschen verschachtelt ist teilweise, wo die Hügelzeuge ineinander hineinlaufen. Sind es teilweise vielleicht Häuser oder einzelne Bäume, wo der Blick ein bisschen brechen, oder sind es vielleicht Hecken oder Felkölze für uns, der Blick ein bisschen brechen und somit eine visuelle Barriere oder Teilbarriere darstellen. Und selbstverständlich ist die offene Eingriffsfläche natürlich relevant, was die Sehbarkeit anbelangt. Je grösser das offene Feld im Deponieperimeter drinnen ist, je besser sieht man es natürlich auch. Und es ist naheliegend, vor allem für die Einwohner von Eschen und von Mauern, dass man wahrscheinlich vom meisten Berg her am besten auf den Perimeter hergesehen, jetzt schon hergesehen und natürlich auch nachher hergesehen wird.
Wenn man die Nachwirkung anschaut, wir stehen auf dem Trottoir, Feldkirchenstrasse, schaut am Perimeter her, wir schauen unseren Sichtschutz, den Streifen, den Pufferstreifen, hinter Leder ist der Sichtschutzdamm, rein vom Blickwinkel her von einem normal gross gewachsenen Menschen, man kann gerne über die Bäume aussehen, man sieht nichts im Perimeter rein, man schaut den Bäumen her. Das gleiche von Nendle her, Oberstädtli, Rüttigass, man schaut einen Waldgürtel, irgendwo schliessen wir uns unten geschlossenen Wald an mit dieser Parzellengrenze. Wenn es gelingt, um den Streifen möglichst breit zu behalten und vielleicht sogar noch gezielt aufzuforsten, um möglichst dicht hierher zu bringen, wird man von daher einen Waldgürtel oder einen Waldrand her schauen. Und der Wald ist dort die Grenze, wo man gar nicht drüber hin, oder drin hinein sieht und somit das Betriebsareal auch nicht erkennbar wird. Also der Kölzgürtel hat da die Schutzwirkung, was diese Sehbarkeit anbelangt. Wenn man vom Ureriet her schaut, frontal drauf, da ist ein Streifen oben runterkommt. Hier dargestellt, das Gebiet, nach etwa 15 Jahren, gemäß dem Umsetzungsplan. Bewusst die Farbe noch ein bisschen knalliger gewählt, dass man überhaupt etwas sieht auf dem Foto, dass man erkennbar ist, wo das Areal nachher ist. Bewusst haben wir farblich eine Abstufung gewählt. Man sieht unten auch, ist eine Aufforstung passiert, ist vielleicht hier der Damm, der bestockt ist. Dahinter sieht man aber die Abbaustellen und so viele Betriebsgelände, da haben wir Etappen rein. Die rote Linie zeigt uns die Ausdehnung des Betriebsareals insgesamt gemäß dem Konzeptplan. Und die nördliche Hälfte ist noch gerne nicht passiert, aber hier zur Erinnerung, wo sich das Areal sich würde bewegen. Man sieht daher, wir sehen durch einen größeren Ausschnitt. Insgesamt aber diese Sehbarkeit ist recht gut versteckt, ist mäßig bis mittel, ist Beurteilung vom Landschaftsplaner. Kommt dazu, wir haben hier nicht direkt Wohngebiet, das betroffen ist. Ist vielleicht ein Landwirt, der am Heuen ist, der hinschaut oder am Mais ernten ist. Es sind vielleicht Unternehmen, die im Gebiet Böschen zu Mauern täglich ihre Arbeit verrichten. Oder es sind vielleicht Jogger oder Spaziergänger, die sich hier mal eine halbe Stunde lang bewegen, aber nicht rund um die Uhr oder tagtäglich, allmorgen, allabend daran hinschauen. Und zusätzlich sind die Köhlstrukturen, Einzelbäume grössere, als Störelement können durchaus eine visuelle Barriere darstellen. Und unter Umständen wäre es auch sinnvoll, gezielt punktuell Aufforstungen frühzeitig vorzunehmen, um hier die Barriere bestmöglich herzustellen. Der gleiche Standort nach etwa 35 Jahren auf der nördlichen Hälfte des Betriebsareals ist mehrheitlich wieder aufgeforstet. Und südlich sehen wir hier eigentlich die maximale Ausdehnung. Gemäss dem Plan ist eigentlich dann die maximalste Ausdehnung von der offenen Betriebsfläche. Bewusst vielleicht auch der Standort, dass man den Effekt von so möglichen Störelementen, die die können bewirken, rein als visuelle Barriere. Wir gehen die Mauer weiter, bewegen uns ein bisschen aufwärts vom Talboden, schauen leicht zeitlich drauf, ein bisschen erhöht. Zustand nach den 35 Jahren, also Zeitraum analog am letzten Bild. Mitte hier die Rüfe. Da ist wieder aufgeforstet, schon entwickelt. Oben ist noch Jungwald oder erst begrünte Fläche. In der südlichen Hälfte ist ein Teil einfach hier schon leicht angesagt oder wieder aufgeforscht mit Jungpflanzen. Im oberen Bereich ist der Deponiebetrieb in Arbeit. Man sieht die Fläche daher. Diese Sehbarkeit vom Landschaftsplan als mäßig bis mittel beurteilt. Aber auch hier wenig Wohngebiet betroffen. Und auch hier können die einzelnen Störelemente durchaus, wo man gerade steht, wenn man hinter dem Baum steht, schaut man einen Baum her. Man schaut gerne direkt ins Areal rein. Also so Störelemente haben relativ schnell eine Wirkung. Und zusätzlich der Waldgürtel. Mit dem Schutzdamm verhindert natürlich, dass man gerade daher schaut, das offene Loch, sondern man schaut zuerst mal einen Waldgürtel daher. Wir gehen weiter Richtung Gestnerberg, Gebiet Zwischenbühlen. Wir schauen relativ frontal ans Gebiet her. Rüfilauf, nördere Teilfläche, hier nach 15 Jahren dargestellt. Man sieht hier in der Mitte die offene Fläche. Hier eher ein Loch, das Kiesabbau geworden ist und Deponiebetrieb und hier vielleicht Vorarbeiten für den möglichen Kiesabbau. Und hier ist die rote Linie, die schematisch das maximale Betriebsareal illustriert, damit man sich ein bisschen verorten kann, wo man hier steht. Wir sehen gerade den Herrn, man ist weiter weg. Diese Sehbarkeit beurteilt als mittel bis gut. Es braucht entsprechend auch Massnahmen, dass man nicht von gut bis sehr gut ist. Es braucht die Bestockungen, den Schutzdamm braucht es. Um das Bild ein bisschen zu brechen und die direkte Einsehbarkeit ohne Hindernisse so vorwegzunehmen. Der gleiche Standort hier in der Farbe, bewusst
knalliger gewählt, dass man es besser sieht. Nach diesen 35 Jahren südlich ist wieder aufgeforstet, entwickelt, angesagt Jungwald, Sichtschutzdamm unten dran, da wieder angesagt, begrünt, vielleicht teilweise wieder aufgestockt und im oberen Bereich ist das aktuell offene Areal mit Kiesabbau und Deponiebetrieb, was man sieht hier an die Fläche der Herre. Man ist aber relativ weit weg vom Ganzen. Ein weiteres Bild, wenn man Richtung Eschen, Richtung Gebiet Hala geht, der Blick über die Hügelzüge über mit der Rüfe, und hier nach 35 Jahren die Entwicklung wieder vom Waldstandort und hier die offene Deponiefläche im unteren Bereich, die rückgeführte Fläche, die begrünt ist und teilweise aufgeforstet. Aber hier, wenn man sich ein paar Meter bewegt, plötzlich ist ein Haus, ist ein Giebel davor, ist vielleicht ein einzelner Baum davor, ist vielleicht ein einzelner Hügelzug teilweise davor. Also ist kleinräumig sehr variabel, wie man hier aufs Gebiet herisiert. Und darum auch hier die Eisenbarkeit mittel bis gut beschrieben. Man hat verschiedene so Störelemente, oder es ist sehr punktuell, abhängig wo man gerade steht, wird die Eisenbarkeit hier wahrgenommen. Wird. Und auch hier Schlüssel, um die maximale Eisenbarkeit zu brechen, auch hier weiterhin möglichst gute Aufforstung im Randbereich und möglichst rasche Rückführung, wie sie in diesem Etappierungsplan vorgesehen ist. Ein weiterer Punkt ist das Kriterium Erholung. Wieder der Blick aus der Vogelperspektive. Es gibt auch einen Wanderweg, der auf der Landeskarte als Wanderweg ausgeschieden ist, der quer durchs Gebiet läuft. Ist klar, der Wanderweg wäre betroffen, wenn das Projekt käme. Und ist auch klar, dass ein Wanderweg den muss umlegen. Sechs oben durch mit einer Spange oder sechs unten rum, vielleicht sogar über den Sichtschutzdamm, vielleicht sogar eine attraktive Besucherlenkung mit Informationstafeln, was auch immer. Da ist alles offen. Muss man sicher umlegen. Das Unschöne ist, man kann sich relativ höherlinien parallel sich hier bewegen, bis man anfängt ansteigen. Wenn man umlebt, macht man nachher mehr Höhenmeter. Das kann aber durchaus auch positiv sein für die Fitness. Weitere Erholungsnutzungen, zum Beispiel Bike-Routen oder Ähnliches, sind uns nicht bekannt und sind auf der Landeskarte noch nicht vermerkt. Und darum sehen wir hier keine weiteren möglichen Konflikte, was Erholungsnutzung anbelangt. Naturschutz ist ein wichtiges Thema. Es sind keine Naturschutzobjekte betroffen, gesamthaft nicht. Das einzige Inventarobjekt, das vermerkt ist, ist die um den Rüfensammler-Situation. Die ist außerhalb unseres Betriebsareals, ist zwar im Projektperimeter, aber außerhalb des Betriebsareals. Wir bringen nochmal den Planausschnitt, Pufferstreifen, der stehen bleibt, Sichtschutzdamm, der bis in die Rüfe anschließt. Und die geschützte Situation vom Naturschutzinventar her ist da unten, wo wir gar nicht, oder wir, wo das Projekt nicht würde antasten und somit ist das Biotop nicht betroffen. Also sehen wir dort nicht direkt Konfliktpotenzial. Ein letzter wichtiger Punkt, ich habe nicht alle 25 Kriterien im Detail erläutert, teilweise sind zwar aggregiert miteinander und sind teilweise so synonym oder sehr parallel von der Aussage her. Ein letzter Punkt ist der Wald. Es gibt die Waldbestandeskarte, ich sehe hier die einzelnen Teilflächen, die einzelne Waldbestände symbolisieren. Aufgrund einer aktuellen Erfassung durch die Bethner Gemeindeförster gibt es die 6 Kategorien, wie sie die Waldstandorte beschreiben oder beschrieben haben. Von guter Bestand und Bestockung im besten Fall bis keine Bestockung, es wäre der Rüfelauf. Und dann diverse Bestandessituationen, von schlecht bis rechte Mitleidenschaft gezogen wegen Wildverbiss oder anderen Schädlingen, Eschenwelke als Standort, als Stichwort. Und auch Bestände, die jetzt schon klar ist, es braucht ohnehin Pflegemaßnahmen. Der Wald ist eigentlich am Ende seiner Lebensdauer und muss ohnehin durchforstet und aufgeforstet werden. Und natürlich Randbereich ist entlang von der Völkirche Vorarlberger Strasse, wo man nicht genauer angeschaut hat und nicht genauer beurteilt worden ist. Die Aussage aber von der Förster ist die, dass rund 50% von der Fläche, vom Wald her, sind eine Situation mit einem schlechten Zustand, sechs alte Zusammensetzungen, sechs alte Strukturen oder Schäden durch Wildverbiss oder andere Pilze oder bakterielle Erreger, die vorhanden sind und die jetzt dort stehende Bäume entsprechende Mitleidenschaft zücht. Also ist früher oder später bezüglich waldwirtschaftlicher Nutzung oder Waldaufwertung oder Walderhaltung ohnehin einen Handlungsbedarf gegeben. Das ist die Aussage von der Förster. Die Chance von einer Aufforstung bringt natürlich auch die Chance für eine Jungwaldetablierung mit standortüblichen und angepassten Arten, die jetzt auch in jedem Fall sichergestellt ist. Oder dort zitiere ich die Förster, auch dort ist ein Handlungsbedarf. Und es erlaubt natürlich auch die Chance, dass man Gesellschaft wählt oder Arten wählt, wo dann zumal, wenn es so weit ist, oder klimatische Bedingungen, Stichwort Klimaerwärmung, einzelne Baumarten machen sich heute ja so schwer,
man gezielt entsprechend Arten auswählt, die klimatisch dann zumal angepasst sind und auch dann zumal mögliche Schadenreger auch können angepasst und gezielt ausgewählt werden, dass resistent sind gegenüber Eschen. Welche wird man kaum eine Esche pflanzen, man wählt neben Arten, die entsprechend resistent sind oder keine Erreger bekannt sind. Also dort gibt es Potenzial, um den Wald auf dieser Fläche entsprechend auch zukunftsfähig und zukunftsträchtig wiederherzustellen und in der Nachfolgenutzung nach einem möglichen Deponiebetrieb überzuführen. Meine lieben Damen und Herren, Sie sehen, es sind alle Experten da, die Ihnen zu jeder Ihrer Fragen Auskunft geben können. Somit ist die Fragerunde eröffnet. Ich möchte vorschlagen, dass pro Person auf einmal eine Frage zugelassen ist. Und wenn dann alle einmal ihre Fragen gestellt haben, machen wir dann gerne eine zweite und eine dritte Runde. Es geht einfach darum, dass jeder zumindest seine wichtigste Anzahl Fragen stellen kann. Wir haben ein Mikrofon. Wer also bitte eine Frage hat, möchte sich bitte per Hand melden oder aufstehen. Und dann tun wir die gerne beantworten. Daneben haben wir die erste Frage. Er kommt gerade mit dem Mikrofon. Marc Sergert, ich hätte eine Grundsatzfrage. Wieso brauchen wir das? Wenn ich die Au anschaue, was ist dort noch möglich oder warum ist es nicht möglich? Ich weiß das ja nicht. Dort hat es ja noch viel, was man auffüllen könnte. Also man könnte 3 Meter rein, wie sie jetzt ja mittlerweile Dreck rausnehmen zum Auflanden im Ried. Man könnte es unten rausnehmen, könnte es nachher oben auf die Schuttdeponie aufführen und dort wieder für die Bauern Wiesland machen und alles und könnte eigentlich ganz auch auffüllen. Und wenn ich es anschaue, die Kapazität, sage ich, haben wir noch 50 Jahre oder 40, 50 Jahre. Warum geht es nicht, ist eigentlich meine Hauptfrage. Danke. Ich denke, da kann man zwei Punkte darauf antworten. Einerseits kann ich vielleicht versuchen aus Sicht der Gemeinde, andererseits dann auch vielleicht der Andreas aus Sicht vom Amt für Umwelt. Im Prinzip der Gedanke, dass man Rehaudossen weitermacht, so wie man es jetzt macht, ist durchaus auch ernst zu nehmen. Dort muss man sich einfach bewusst sein, dass was wir dort jetzt machen, basiert auf dem UVP-Verfahren aus dem 2003. Dazu mal ist ein relativ umfangreicher Prozess durchgeführt worden, mit dem Hintergedanken, und darum ist das auch dazu mal so zustande gekommen. Die Schüttung, die jetzt dort passiert, ist ja, hat irgendwo den Hintergedanken, dass je nachdem, wie sich die Gesellschaft später mal entscheidet, theoretisch eine Schüttung von einem künftigen Riedamm herhalten könnte. Das heißt, dort schüttet man theoretisch einen potenziellen möglichen Riedamm für die Zukunft. Darum ist das auch dazu mal zustande gekommen. Wenn man jetzt aus einer Konzeptionierung, aus einem Gedanken rauskommt und dort eine Grossfläche geschüttet hat, ist es sicher auch etwas, was man diskutieren kann. Nur hast du dann dort natürlich wieder um die Frage, aus Umweltschutzsicht, Umweltverbände, wie es dann auch durchführbar ist oder nicht. Es ist ja dort so, dass man jetzt ja noch die Etappe 2 ja hat mit den 350 oder 360.000 Kubikmeter und auch noch eine dritte Etappe mit 150.000 Kubikmeter, die eben dem UVP-Projekt ja bewilligt worden sind. Und eben das Verschliessen von allem, sage ich mal, ist jetzt einfach dort im Richtplan, in einem Konflikt eben mit der Aufweitung, die dort eingezeichnet ist über das Entwicklungskonzept Alpari. Und von dem her hat man dort jetzt, sagen wir, einen Interessenskonflikt. Es gibt natürlich dort auch noch andere Themen. Man hat jetzt die Landwirtschaft dort, es hat einen Flügelplatz dort. Aber es ist in dem Sinn vom Landesrichtplan nicht so vorgesehen, dass man dort jetzt Fläche schüttet. Es hat vielleicht auch noch eine Nebenwirkung. Man hat ja dort mal um die sogenannte Teileverfüllung gegangen, ist, hat man ja im Prinzip das durch alle Instanzen durch ausgefochten mit einem Umweltverband, der gegen die Schüttung dort war, die Gemeinde dort mal bewilligen wollte. Und dort ist im Prinzip so eine Kernaussage in dem Staatsgerichtshofurteil, da ist dort gesehen, im Prinzip, wenn man dort schüttet und da sich ein potenzieller Konflikt mit der Verpflichtung ergibt, wo Liechtenstein auf internationaler Ebene mit der Alpenschutzkonvention, also mit dem Alperi-Konzept eingegangen ist, das heißt, dort hat sich irgendwo relativ schnell einen Konflikt ergeben mit einer Verpflichtung, die das Land eingegangen ist. Es ist aber mehr Landessache am Ende des Tages. Dino und Andreas, falls es dir Kracherrufe nicht gehabt hätte, wenn es so wäre, wäre es, also Fragen Geldtätiger nachknüpfen, grundsätzlich doch möglich, es draussen zu erweitern, falls alle Stricke reißen würden bezüglich Klarö. Also ich denke, wenn jetzt quasi mir der Synthesebericht das Land aufschicken und nächstes Jahr die Antwort kommt, nein oder ja, aber mit gewissen Einschränkungen, dann ist es sicher etwas, was man anschauen müsste, weil wir haben
künftig in den nächsten Jahrzehnten grossen Bedarf an Deponierung. Und irgendwohin muss der Aushub. Das heisst, auch wenn da ein Nein kommt, oder selbst bei einem Ja, aber die Gemeinderäte sagen, nein, wir verfolgen es nicht weiter, muss man eine Nachfolgelösung haben. Und dann ist es, das ist meine persönliche Meinung, dann ist es sicher etwas, was man anschauen müsste. Aber wenn ich es vorher versucht habe darzulegen, dort hätte man sehr schnell schwierige Diskussionen mit den Umweltverbänden, kritische Diskussionen auch mit unseren Anrainerstaaten am Rhein, weil Liechtenstein quasi Verpflichtungen eingegangen ist und vermutlich täten dann viele Parteien sagen, dass wir mit dem im Prinzip unsere internationalen Verpflichtungen nicht umsetzen können. Aber es ist dann quasi eine Landessache. Wenn du mich so fragst, wenn es dort da ein Nein kommt, ist es sicher etwas, was man anschauen müsste. Ja. Wenn man jetzt den Blick wieder aufs ganze Land nimmt, wie in der Tabelle dargestellt, wir haben an und für sich sehr viel Volumen. Eben aktuell haben wir einen Engpass hier, aber dort arbeiten ja Gemeinden daran, wenn man den Engpass überbrücken kann. Und wir haben eben auch bei den bestehenden Deponien Erweiterungsmöglichkeiten. Wenn man alle in Betracht zieht, dann haben wir eigentlich an die 100 Jahre her genug Volumen. Also es ist in dem Sinn immer eine landesweite Betrachtung irgendwo und dann natürlich auch eine Gemeindebetrachtung. Aber am Ende vom Tag ist es schon so, wie es die Apfelplanung auch sieht. Es ist halt der Bedarf und Standort, werden durch die Regierung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden festgelegt. Weil es einfach immer eine Auswirkung hat auf das ganze Land. Es ist einfach, man sieht, die Zusammenarbeit funktioniert jetzt schon, man ist abhängig voneinander, man tut sich aushelfen, man organisiert sich. Also ich denke, es wird auch in die Richtung weitergehen, dass man dort einfach schaut, welche Möglichkeiten hat man landesweit und wie kann man sich dort organisieren. Also ich denke nicht, dass ein Engpass so groß wird, dass man jetzt dort die Eschner auch zwingend muss zufüllen. Ich glaube, eine Frage stellt sich mal derzeit sicher nicht. Weil landesweit betrachtet gibt es genug Volumen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, natürlich. Machen wir die erste Ausnahme von Regeln. Erzähl dir, Ihr Fachplaner für Lärm, oder, hat bestätigt, das ist kein Problem, so Verkehrslärm da und. Aber wenn ich es recht verstanden habe, ist es so, dass der Aushub sind 40% kann man nicht brauchen, 6%, um Sie zu zitieren, sind zweiklassiges Material. Ich bin kein Experte, ich gehe davon aus, dass man zweiklassiges Material braucht, vermutlich, ja, mehr Maschinen oder Maschinen mehr Lärm machen, damit man das schön aufbearbeiten kann und teilen kann und so weiter und so fort. Oder? Das ist jetzt mal meine Annahme, wie auch immer. Aber Nendler hat, wissen vermutlich, wir davon eher nicht, wir sind in Nendler nicht aufgewachsen, aber jetzt Nendler hat eine ganz spezielle thermische Situation. Und jetzt kommt meine Frage an Herrn Zeller, hat es Ihren Lärmfachplan berücksichtigt? Weil es gibt eine Luftströmung vom Bodensee her, und dann wird das enger und zwischen dem Eschner Berg und dem Murberg gibt es einen Chemieeffekt. Das heißt, zu bestimmten Tageszeiten, nicht immer, zieht es gewaltig durch den Endler durch und man sieht immer, die alten Endler haben immer gesehen, wenn ich am Balkon mache, mache ich auch am Balkon richtig Eschner durch, das hat jetzt mit Eschner nichts zu tun. Aber es zieht so stark auf und so gerne, wenn heiße Temperaturen sind, machst du nie am Balkon den Endler raus, weil es eben wenn er käme, der Tuffe züchtet. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn denn die riesigen Aushub kommt, da kann man noch was herstellen und Baumgürtel, werden wir halt trotzdem die Dinge spüren. Und meine Frage ist, erzählt, hat das Ihren Fachexperte diese spezielle thermische Situation von Endler auch berücksichtigt? Das ist meine Frage. Danke. Im Moment bei der Lärmbeurteilung sind die Punktquellen bezüglich Deponiebetrieb, Kiesaufbereitung und sind die Punktquellen mit den definierten Häusern. Oberstes Fenster, offenes Fenster definiert und ist eine Punkt-zu-Punkt-Berechnung gemacht worden. Gemäß Kriterienkatalog, wenn er nicht erfolgt ist, was ein möglicher weiterer Schritt wäre, wenn das Projekt vielleicht weitergeht, ist eine Modellierung im Raum, wie sich der Lärm ausbreitet, also eine 3D-Modellierung von der Lärmsituation. Und dann wäre es der richtige Zeitpunkt, um so lokale Spezialitäten dann einfließen lassen. Im Moment auch mit dieser Punkt-zu-Punkt-Betrachtung ist es nicht eingeflossen. Darf ich noch die Frage noch mal stellen? Ist denn der Zweitklassen-Kies Lüter in der Verarbeitung oder in der Aufbearbeitung, wie es jetzt ein Erstklassiger wäre? Der Punkt ist mehr, es ist technisch aufwendiger und vielleicht wirtschaftlich auch nicht ganz so optimal, wenn es jetzt rein ins Kies rauskäme, zu 100% einsetzbar wäre.
Was bei dem Material braucht, vielleicht wollen wir noch den Geologen zu Wort kommen lassen, ist, es braucht auf jeden Fall ein Ass und eine Trockenaufbereitung. Also es braucht eine Wäsche und ein Sieben. Sonst bringt man die lehmigen Partikel, das feinkörnige Material, bringt man nicht so zu trennen vom kiesigen Material, dass Kies bautechnisch verwendet werden kann. Deshalb ist eigentlich der Mehraufwand, den es generiert. Lärmspezifisch ist mir nicht bekannt, dass es lärmiger wäre als eine normale Trockenaufbereitung. Aber dort gibt einfach die Experten, die noch bezüglich Kiesaufbereitung ein Wort dazu sagen, was das genau bedeutet. Also die Aufbereitung ist nicht lärmintensiver als eine Trockenaufbereitung. Es braucht eine Aufbereitung, im Gegensatz zu einem Reichkies, wo man zum Teil einfach an die Wand abbauen kann und dort gerade direkt einsetzen kann. Das ist doch nicht der Fall von der Ablagerungsstruktur her, dass das vorwiegend Murgangmaterial ist, das vom Berg oben runtergekommen ist und dementsprechend einfach viel Feinmaterial enthält, das man muss abtrennen vom Kies. Aber vom Lärm her, eine Aufbereitung macht immer Lärm, aber das ist kein Unterschied, ob das nass oder trocken ist. Mein Name ist Bettina Norbert. Ich muss also auch sagen, ich habe grösste Mühe, dass man nicht zuerst alle Möglichkeiten ausschöpft, die es irgendwie hat, und dass man in ein Wohngebiet hingeht und nennt euch Beugehaft nimmt und sagt, ja, jetzt muss er den machen. Wir tun einen Wahlroden, wir tun in ein Wohngebiet hingehen, wir haben Lärmemissionen, wir haben einen riesigen Verkehrsaufwand. Und dennoch, uns den Endler so machen, ja, dann geht schon, wenn sich die anderen nicht wehren. Also, es ist für mich nicht tragbar. Und darum sage ich, man muss von mir aus gesagt, zuerst alle Möglichkeiten, die es irgendwie gibt, dass man ausschöpft. Weil man schaut, das Balzestom ist weiter weg, Tja ist in der Stelle weiter weg, das Fadoz ist es weg von dem Wohngebiet, zur Geldun ist es im Limsen nicht draußen. Und gerade das Nendler, Schawal, sollte man es können in die Nähe vom Wohngebiet gehen. Also für das habe ich, Entschuldigung, habe ich kein Verständnis. Was gibt es denn für Alternativen? Also zum sagen, okay, wenn wir jetzt mal die Kracherhöfe wegtun, was kann man sonst tun? Also im Prinzip ist ein berechtigter Punkt. Wichtig ist einfach, wir wollen ja nicht eine Deponie umsetzen. Wir wollen wissen, ist der Standort geeignet und was heisst das, wenn an dem Standort eine Deponie umgesetzt würde. Oder im Prinzip, damit man wirklich alles diskutieren kann, muss man die ganzen Abklärungen machen, wie es dann nachher weitergeht. Es steht auf einem anderen Blatt. Oder? Was aber für die beiden Gemeinden auch noch wichtig ist, was sind die Alternativen. Oder? Vermutlich, wenn man jetzt wahrscheinlich das Amt für Umwelt fragen würde, was ist die plausibelste Alternative für das Amt für Umwelt, oder? Dort kommt dann wahrscheinlich relativ schnell die Antwort, dass der ganze Unterländer-Aushub auf Schaden aufgeht. Und da muss man sich einfach bewusst sein, was denn es allenfalls für den Ortsteil Nendl bedeutet hat. Wenn der ganze Verkehr vollständig die Kipplaster auf Schaden aufgeht, dann ist es eine bessere Alternative, eine schlechtere Alternative. Und damit man es alles beurteilen kann, braucht es jetzt eben diese Planungen. Es ist ein Nendler, muss man schauen, weil man aufzusagen, was der Standort Kracherhöfe bedeutet. Ruggell sagt auf, was der Standort Ruggell bedeutet. Und nachher, wenn alles im 2022, wie es der Andreas aufgesagt hat, wenn alle die Unterlagen vorliegen, dann wissen wir, was die einzelnen Varianten von einer Bedeutung haben und Verfolgen haben für die einzelnen Ortsteile. Und dann kann man nachher wahrscheinlich eine fundierte Entscheidung treffen. Aber damit man ihn treffen kann, braucht es die Vorabklärungen. Ich glaube, vielleicht als Ergänzung ist ja genau das Verkehrsmodell, wo in Arbeit ist mit der Ausgangssituation, wie sich der Verkehr verteilt im Unterland, mit dem Deponieverkehr und wie die möglichen Varianten ausgesehen sind, wird dort dazu genau erste Antworten liefern und auch wichtige Hinweise, wie genau die Verkehrsauswirkungen sind, Verkehr und Verkehrslärm, wie sich das verteilt, kommt der Standort, kommt er nicht, geht alles auf Schaden, geht alles zu irgendwo, dass man erstmal, wie es Tino jetzt erwähnt hat, solide Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen hat, ob und wie vielleicht das Projekt weiterverfolgt werden sollte oder könnte. Ich glaube, es sind genau die Punkte, die parallel zu der Standardprüfung aufgeschafft werden und auch vertieft auch angeschaut werden. Ich habe auch kurz angesprochen, das Amt für Umwelt zieht. Also, eben, ich denke, eine Variante schaffen dort mit einem grossen Volumen ist irgendwo durch natürlich naheliegend, nicht nur so steht, so in der Apfelplanung drin. Ist das Vorschlag in dem Sinne auch so durch. Der Apfelplan habe ich nicht mehr selber gemacht. Jetzt sind alle Gemeinden mit beteiligt. Es ist schon die Umweltverbände sind beteiligt und das ist als Vorschlag so eingekommen, mit dem Wissen auch, dass da verschiedene Abklärungen noch laufen und dass man sich auch vorbereiten muss, wie das eben die Gemeinden Eschenmura, Ruggell oder jetzt so bald machen, dass man einfach in dem, das ist ein dynamisches Umfeld, die ganze Deponie, das sehen wir, die Engpässe haben sie jetzt da
irgendwie zugespitzt und Entwicklungen zeigen vielleicht eine Entspannung, wenn wir das und das machen, wenn wir die Auflandungen forcieren können. Es ist auch eine Idee, dass wir einfach nicht jeden Aushub in ein Loch einfüllen müssen, sondern nur probieren, die guten Qualitäten wiederverwerten und eine Bodenverbesserung machen können. Und da gibt es verschiedene Puzzleteile, um zu schauen, was ist der richtige Weg. Und da bin ich mir sicher, wir sind nicht alternativlos. Wir haben eigentlich wirklich, glaub, gute Voraussetzungen. Wir haben bestehende Deponien mit grossem Volumen, die jetzt einen Engpass haben. Wir haben Reservestandorte, die wir jetzt abklären. Und jetzt sind wir auch froh, dass die Gemeinden die Hausaufgaben schnell angegangen sind. Weil dann haben wir nächstes Jahr einfach eine bessere Basis, um das nochmal alles anzuschauen. Aber ich denke, wir haben einen Haufen Alternativen. Also einen Haufen, wir haben Alternativen. Und ich denke, das nächste Jahr wird es sicher auch noch mal spannend. Und es ist ein Prozess, wo einfach Land und Gemeinde zusammen machen müssen. Und die Gemeinde machen jetzt so da eine umfassende Abklärung auch noch mal. Und ich denke, besser kann man es gar nicht haben, wenn die Gemeinde selber das anschaut. Wie gesagt, während meiner Präsentation, der Schlüssel ist halt die Zusammenarbeit. Ich glaube, so kann man die Deponievolumen, ich glaube, noch am besten, am optimalsten. Also das Ziel muss ja sein, dass man die Deponievolumen im Land irgendwo optimal nutzen, zeitlich, örtlich etc. Und wie denn das genau ausschaut, da würden wir sicher nächstes Jahr einen Schritt weitergehen. Unsere Situation zum Ohr ist natürlich so, dass wir in 6 Jahren voll sind. Und wenn wir voll sind, ja, wohin gehen wir mit dem Aushubmaterial? Und das Naheliegendste ist, dass wir in die Riau fahren, auf Eschner Hochheit. Und es hat natürlich zur Folge, dass in die Deponie dann doppelt so schnell voll ist. Darum wollen wir noch Lösungen suchen und ja, es ist nicht einfach, da die Beste zu finden und wir müssen noch das ganze Land anschauen. Aber jetzt geht es um eine Standortabklärung. Ist der Standort geeignet? Ja oder nein? Wenn er nein kommt, dann ist es sowieso schon gegessen. Dann müssen wir weiter schauen. Dann sind die Gemeinden gefordert, dort Alternativen aufzusagen. Wenn es ein Ja kommt, wird es noch verschiedenste Abklärungen geben, auch in den Gemeinden. Und es wird auch immer wieder da auch vorgelegt in einer Bevölkerungsinfoveranstaltung und die Bevölkerung auch dort mit einbezogen. Daniel Hasler, ich habe eine Frage zu den Verkehrszahlen. Ist berücksichtigt worden, die Verkehrer Tunnelspinnen-Geschichte wegen mehr Verkehr Schawald-Nendler? Also in einer Untersuchung kann ich was nicht, ich gehe nicht davon aus. Und ansonsten, wenn man es jetzt auf Deponie umlädt, dann, also wenn man rein den Lärm vom Lärmschutzrecht anschaut, dort geht es ja darum, was tut die Anlage, erzeugt die Anlage für Lärm, das ist aufgezeigt worden, dann hat man die Empfangspunkte, die am nächsten liegen, beurteilt man die, ob die Planungswerte eingehalten sind. Und der Verkehr von der Straße, der Mehrverkehr, wo erzeugt wird durch die Anlage, also durch einen Kiesabbau oder Deponierung, ist ja dann immer abhängig von dem, wie viel auf der Achse läuft. Und wenn wir sagen, ich sage jetzt aber, angenommen, der Verkehr nimmt zu, dann verschwindet der Anteil von der Deponie immer mehr. Und wie jetzt schon sehe ich, die 110 Fahrzeuge machen auf die täglichen Verkehrsmengen gar nichts aus. Also es ist in der Regel nicht das Problem, der Mehrverkehr auf der Straße, rein lärmschutzrechtlich gesehen. Das andere ist ein Thema, das dann halt die Ursache in der Tunnelspinne haben kann. Aber auf Deponiebetriebe, auf einen Deponiebetrieb ausgesehen, würde der Mehrverkehr eher noch mehr verschwimmen. Aber ich denke, vielleicht für die Anwohner ist das vielleicht nicht unerheblich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber dann ist das Problem nicht Deponie oder Kiesabbau, sondern ist es halt die Tunnelspinne. Es ist dann natürlich ein anderes Thema, sage ich jetzt einmal, das dann störend ist. Oder störend sich. Darf ich noch eine Frage einbringen? Wie kommen die Kracherrufe überhaupt in die Abfallplanung ein? Der Herr hat eben gesagt, das wäre die erste Deponie, die irgendwie in der Nähe von einer Wohnzone ist. Alle anderen sind irgendwo am Rande. Wie ist die überhaupt, also was ist der Grund, warum sie überhaupt in Erwägung gezogen wird? Grundsätzlich hat man ja nicht wahnsinnige Auswahl an Standorten, wo man was machen kann. Und Röfe hat sich halt auch in anderen Gemeinden gesagt, dass man dort einen Kiesabbau machen und den noch das Loch wieder auffüllen. Und von dem her ist das Thema Kracherrufe schon länger ein Standort, wo man sieht, da könnte man vielleicht was machen. Und so ist das so in die Abfallplanung reingekommen. Aber wie gesagt, die Abfallplanung ist da, die blauen Kreisel, das sind Standorte, wo man in dem Sinne einfach sieht, wir schauen sie uns einmal an, ob sie einfach umwelttechnisch verheben. Die andere Machbarkeit müssen wir auch noch haben, wir müssen den Käse zuerst rausholen, funktioniert das.
Und erst dann kann man ja sagen, ob der Standort irgendwo in dem Planspiel mitgezogen werden kann oder nicht. Und wenn man den Standort vielleicht zurückgreifen möchte, möchte man das jetzt oder eher später? Es gibt andere Möglichkeiten. Also für eine saubere Auslegeordnung ist es natürlich immer gut, wenn man die Standorte oder die Reservestandorte besser kennt. Und was muss man die mitziehen kann in die kurz-, mittel- oder längerfristige Planung. Aber ich gekommen ist dadurch, dass er grundsätzlich eine gewisse Eignung hergibt. Selbstverständlich auch im Wissen, dass es da sicher Distanzen gibt zum Wohngebiet, die anderswo grösser sind, aber wie so aufgezeigt worden ist, grundsätzlich sind auch Massnahmen möglich. Es ist klar, dass immer natürlich für die direkt Betroffenen die Welt auch abseits von der Grenze anders ausschaut. Das ist beim Lärm auch so. Es ist der fernwirkliche Hintergrundgeräusch. Irgendwo durch in der Lärmwelt, so, das ist es, aber ich höre dann vielleicht trotzdem noch rauschen. Und das sind natürlich schon alles Themen, die ja, in der Diskussion natürlich mitschwingen. Also vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt etwa eine 30- bis 40-jährige Untersuchung im ganzen Land zur Kiesqualität in den Rüfen. Eine landesweite Abklärung, ein älteres Konzept, wo man alle Rüfen angeschaut hat. Dort ist einmal der wenig drin, der wäre ein möglicher Standort für Kiesgewinnung. Und es gibt auch eine Unterländeruntersuchung, hier im Vorbehalt etwa 30-jährig, wo man verschiedene Unterländerstandorte einen Geologen angeschaut hat, dort mal, im Auftrag vom Landmoney. Und dort sind Kracherrüfe drin, ist ein Endlerrüfe drin, es sind verschiedene Muldersituationen am meisten Berg drin. Und dort ist mal eine erste Bewertung gemacht worden mit einem Kriterienkatalog. Und Bürstwald hat dort zusammen mit den Endlerrüfe in der älteren Beurteilung am besten abgeschlossen. Und ich gehe davon aus, dass hier ist der Standort immer wieder mal thematisiert worden. Und im 18., wie es Tino eingangs erwähnt hat in dieser Diskussion, wie geht es im Unterland weiter, ist von der Landesbehörde klar die Antwort gekommen. Es gibt im Unterland noch Diskussionen über Kehler und Gell und es gibt Diskussionen über Bürstwald. Und weitere Standorte werden bis so weiteres nicht mehr diskutiert und können auch gerne in einer Standortprüfung eingeschleust werden. Man soll es die zwei solid prüfen und dann eine Auslegeordnung, wie es Andreas jetzt schon mehrfach ausgeführt hat, dann eine Auslegeordnung machen, eine landesweite Auslegeordnung, eine Unterländer-Auslegeordnung und dann die Entscheidungsgrundlagen solid prüfen und dann die Entscheidung auch herführen, wie es für die Zukunft aussehen könnte. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen aus der ganzen Thematik heraus. Kiesqualität, Kiesverwertungsmöglichkeiten, eine ältere Geschichte und das ältere Unterländerkonzept, das es gibt, wo der Standort eben zu einem von den zwei Besten dazugehört hat. Und das Interessante ist ja, dass es momentan all die möglichen Standorte aus dem Unterland noch gibt für Deponien. Kehlen, Rugell und Kracherrüfe, die würden jetzt momentan so einer Standortprüfung unterzogen. Nachher hat man im Prinzip alle Fakten auf dem Test, um Deponieplanung langfristig wieder auszurichten. Freddy, hast du noch etwas dazu? Eigentlich ist alles gesehen worden zu dem Thema, aber noch einmal, wir haben vor 20 Jahren im Urschauwald alle die Standorte abgeklärt und eruiert und es gibt keinen Standort mehr als 10.000 oder 20.000 Kubikmeter zum Ablagern und darum, das ist natürlich auch dann nicht wirtschaftlich, aber diese Auflandungen kann man natürlich machen, ist vielleicht immer so ein Fleckentippig. Aber irgendwo wird man sich mal so überlegen, halt einen grossen Wurf. Es gibt, glaube ich, noch weitere Fragen, genau. Zeig Hans Schauwald. Wie sollen wir den Verkehr bewältigen? Denn jetzt haben wir schon Stau bis zu den Endlerkreuzung auf. Ja, wie geht es? Zusätzlich 120 Lkw noch, denn, oder? Und die stehen dann auch im Stau drin. Und noch etwas zum Wasser, dass kein Wasser ankommt. Das ist der größte Lug von mir. Es kann ich beweisen, jederzeit, dass dort ein Haufen Wasser unter der Straße hat man nie gebohrt. Noch damals sind sie einen Monat lang dran gewesen, die von Wolfurt rauf. Ich bin dabei gewesen, habe immer gefragt, was machen wir da? Ich habe nie eine Antwort bekommen, bis ich dann herausgefunden habe, dass da eine Röfe geplant ist. Und dann sage ich, es gibt es doch nicht, dass man einen Wald umtun muss für eine Deponie. Wir starten, glaube ich, im Verkehr zuerst mal. Ja, zum Verkehr. Klar, wenn der Kracherrüfe jetzt nicht kommt, ist eine Alternative auf Schah. Dann gehen halt die 4.000 Lastwagen auf Schah und 4.000 wieder rein. Das ist da ein Punkt, wo wir anschauen müssen, wenn die Deponie nicht kommt. Das zum Thema Verkehr. Aber dann stehen Sie eben schon. Es ist dann vielleicht...
Eine Lösung kann ich nicht, aber irgendwo werden halt in die Lastwagen fahren. Aber zum Wasser kann ich jetzt nicht. Also Wasser hat es in der Talebene, das ist ganz klar. Dort wissen wir auch, es hat gespanntes Grundwasser. Aber mit diesen Untersuchungen haben wir gesehen, das kommt nicht aus dem Bereich vom Rüfenschuttfächer. Der Schuttfächer hat so schlechte Durchlässigkeiten, dass dort praktisch kein Wasser durchkommt. Also das kommt weiter südlich und weiter nördlich, kann das runterfliessen im Gehängeschutt, der dort vorliegt, wo man auch die Quellen hat, zum Beispiel die Walserquellen am Murerberg, wo sehr viel Wasser, dort fährt der Untergrund sehr viel Wasser. Aber in der Rüfi selber, mit diesen Bohrungen haben wir gesehen, die ist wirklich sehr schlecht durchlässig. Also das Grundwasservorkommen, das man dort vermutet hat früher, ist nicht vorhanden. Ich habe eine Frage. Wir haben ja das Bendredossa einen Teil südlich von der jetzigen Deponie, wo ich sie dort hat, ist der Modellflugplatz. Und dort setzt es auf eine grosse Länge, wo er dort ist. Und ich frage mich, es wäre von mir aus gesehen Unstandard, wo man noch nützen könnte. Erstens von der Größe her müsste noch einiges an Material möglich sein. Und zweitens, da würde ich sagen, man muss schon in nähere Prüfungen unterziehen, weil sonst kann man sagen, man kann der Modellfluggruppe gegen die Einwohnerschaft von Endlern ausspielen und das kann es doch nicht sein. Also schüttern kann man die Dossen selbstverständlich, wir sind jetzt hier umschüttern, Dossen, aber es ist einfach rechtlich vermutlich die allerkomplexeste von den Varianten, die man theoretisch irgendwie untersuchen könnte, oder? Es ist, dort hast du so viel potenzielle Probleme und Verpflichtungen, wie ich es vorher schon ausgeführt habe, oder? Dort hast du dann recht schnell vermutlich wieder eine juristische Auseinandersetzung, die dann irgendwo vor dem Staatsgerichtshof endet. Umweltverbände, je nachdem mit Landesbehörden. Du, aber wenn die Hinweise, die man nach der Standardprüfung für die Standorte, die es noch gibt, hat, darauf hindeuten, dass das unter Würdigung von allen Informationen eine Variante ist, die wenig Sinn macht, dann ist es etwas, was man sehr vertieft mit den Landesbehörden anschauen müsste. Oder? Es ist nicht so, dass es ausgeschlossen ist. Es scheint jetzt einfach ad hoc, wenn man es anschaut, als die Variante, die mit dem meisten Problem behaftet ist. Landesweit betrachtet gibt es sehr viel Volumen. Eben, ich denke, das muss man einfach auch immer sagen, dass wir dort ja dann die Auslegeordnung machen noch wieder, um zu schauen, wie wir da eine Lösung herbringen. Und es ist ganz klar, es braucht Lösungen für das Unterland, das ist ganz klar. Und das müssen wir aber immer im gesamten Kontext anschauen. Und von dem her ist dort der erste Raum mit den Vorzeichnen oder über die Umweltverträglichkeitsprüfung, die man dort Anfang der 2000er Jahre gemacht hat, eigentlich der Perimeter dort vorgegeben. Und von dem her ist so, wie es Tino ausgeführt hat, es hat dort Bestrebungen gegeben, das Däli auffüllen, es hat dort auch einen Entscheid gegeben vom VGH. Und in dem Sinn steht dort andere Interessen aus dem Gewässerschutzgesetz dann dort entgegen. Also wir haben ja vielmal im Land halt unterschiedliche Interessen oder Interessenskonflikt und es ist dort draussen sicher an. Also es ist sicher nicht, glaube ich, der Flügerleplatz, wo es da irgendwie das Zünglein spielt und da ausgespielt wird, überhaupt nicht. Ich glaube, dort gibt es unter anderem Interessenkonflikt mit dem Gewässerschutz, mit dem Alperi, mit dem Entwicklungskonzept, mit dem Landesrichtplan. Aber wie gesagt, landesweit betrachtet haben wir Optionen und die Optionen schauen wir an. Und ich denke, nächstes Jahr sind wir dort einen Schritt weiter. Darf ich dort noch schnell einhaken, wenn wir im ganzen Land ja genug Volumen haben. Und das Problem ist, sind jetzt die Engpässe. Und jetzt fangen alle an, Gemeinden an, ihre Fühler ausbreiten, was könnte man machen? Also ist es nicht angedacht, das Problem von den Engpässe zu lösen? Also wie kann man das denn lösen, dass vielleicht die Engpässe die Nummer sind und das Problem kleiner wird? Also der Engpass ist mir ja ganz aktiv dran. Das ist das, was ich aufgesagt habe, wo alle Gemeinden zusammen einen Auftrag gesprochen haben, dass man da eine vertiefte Problemanalyse macht, um die Engpässe zu überbrücken, dass man eine Zwischenlösung herbringt, wie man dort einfach da wieder am Abbau einen Vorsprung lässt. Und dort sind sicher die Wiederverwertung von diesen Aushüben, dass man einen Deponieraum schont, das ist ein Thema. Und in dem Sinne nachher so dann wieder die Volumen kann nutzen. Und wir haben natürlich trotz allem haben wir gewisse Spielräume haben wir ja noch umeinander. Das ist halt unter Umständen, dass man über eine gewisse Zeit eine andere Deponie anfahren muss und dann halt im Gegenzug
den sie wieder aushilft. Zum Beispiel Tresa hat jetzt ein relativ grosses Volumen, ist jetzt gerade Thema, glaube ich, für das Unterland, aber jetzt einfach, dass man das Beispiel auch hat, von dort hat Engpässe. Und die Idee ist grundsätzlich auch gewesen, dass Balzer so von dort das nachführt, sie gehen zu und von dort sagt, oh, wenn ihr auch noch kann, dann geht es ja noch schneller bei uns. Und dort hilft jetzt, wie es aussieht, es ist alles in Abklärung, aber dort ist vorstellbar, dass Tresa abpuffern könnte, wenn die Kavernen, die ja ausgeschlagen sind, zu Balzer, wenn man die füllen kann, dann ist dort wieder ein Volumen, dann kann man das wieder ausgleichen. Und andere Sachen sind natürlich auch vorstellbar im Unterland, wenn man zum Beispiel die Kehle anschaut oder auch die Deponierweiterung zurück Gell, wo ja Limsen-Eco stattfindet, gut, das ist wieder bei Bauabfällen. Aber es sind verschiedene Puzzleteile in dem Spiel drin, die uns schon Varianten erlauben. Und ich denke, das ist jetzt das Gute, dass die Gemeinden das einmal anschauen, welche Optionen hat man und wo ist irgendwo vielleicht eine gute, eine effiziente Lösung, die für alle zufriedenstellend ist. Ob man es herbringt, würden wir dann sehen. Aber ich denke, dass man zusammen schafft, ist klar. Und ich denke, da wird man nächstes Jahr effektiv einen Schritt weiter sein. Andreas, ich komme zurück auf die Aussie, oder? Ist es aus Umweltschutzgedanken möglich, dass man das quasi, jetzt hat man ein gewisses Niveau erreicht, oder? Dass man dort schaut, ob man noch, ich sage jetzt mal eine Zahl einfach, 10 Meter weit drauf schüttet. Wäre es aus Sicht vom Amt, vom Amt aus, vom Umweltschutzamt, möglich oder unmöglich? Oder geht das nicht? Oder was ist das? Also aktuell wird die Deponie in Form von Dämmen geschüttet. Die haben jetzt ja momentan eine Höhe. Ob man eh nicht höher schütten kann oder nicht, das kann ich jetzt da nicht beantworten. Es gibt grundsätzlich, von ganz früheren Zeiten hat es ja Abkommen gegeben, dass niemand der Schweizer nicht höher schütten darf als der Liechtensteiner, dass es nicht über ausgeht und so. Aber wie es denn bei der Dämme im Hinterland ist, wenn es dort wirklich mal zu einer Aufweitung käme, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber ob man kann, irgendwo noch weiteres Volumen nutzen in Dresdner Au, ich denke eben, wenn man dann nachher wo sieht, wenn man sieht, man hätte ja Dämme und möchte es noch verlängern, grundsätzlich braucht man noch Material, um eine Dämme zu bauen. Und es ist ja das im ganzen Alpari-Thematik, wo jetzt mit dem Damsanierungsprojekt auch kommt, wird unter Umständen früher oder später an anderen Orten, wo ja Aufweitungsperimeter sind, unter Umständen auch Material gebraucht. Es ist auch etwas, was im Apfelkonzept drinsteht, im Apfelplanung, dass man dort auch für Damm baut, allenfalls Auswirkungen braucht. Dass man jetzt einfach Fläche geschüttet, ist jetzt im Widerspruch zum Richtplan, zu dem Entwicklungskonzept Alpari, aber auch zum Gewässerschutzgesetz, muss man einfach so sagen. Und, aber wo man da könnte noch optimieren, ich denke, es muss man dann anschauen. Aber momentan, wie gesagt, landesweit haben wir an und für sich das Volumen. Und wir müssen einfach schauen, wie man den Engpass überbrücken kann, wieder das, was Daniel gefragt hat. Und dort ist man jetzt dran, sind alle Gemeinden dran und ich glaube, eine Abklärung muss man jetzt so abwarten und dann sind wir dort sicher einen Schritt weiter. Wir haben noch mal eine Frage. Ja, vorhin ist erwähnt worden, dass der Rüfe-Standort durchs Spiel kam, ist, weil halt mehrere Rüfe-Standorte schon so genutzt werden als Deponieareal. Ist nicht ein wesentlicher Unterschied, dass das Einzugsgebiet vom Felsmaterial im Schauwall ganz anders ist als Schau und Verdotz und somit über Qualität vom Käse viel schlechter. Und dann frage ich mich, Andreas hat erklärt, das Problem ist im Moment, dass ja zu wenig Käse gewonnen wird und dadurch wird wenig Deponiematerial frei. Hat denn überhaupt jemand Interesse im Schauwall Käse abzubauen, damit dann dort ein Deponievolumen entsteht, oder geht man dann lieber eben Gischau oder Gifadotz oder Gitresa, wo ich mal vermute, dass es besseres Material hat? Im Vorgehen ist es so vorgegangen, man hat Stand heute alle Liechtensteiner Unternehmen mal kontaktiert, mal grundsätzlich das Interesse abgeholt für Kies aus diesem Projekt. Das ist mal der erste Schritt, den man gemacht hat. Man hat verschiedene Rückmeldungen bekommen, positive Rückmeldungen, und konkret sind mehrere Unternehmen,
wo sich auch schriftlich dazu geäußert haben, dass ein Interesse, ein konkretes Interesse vorhanden ist, so das Kies zu übernehmen und dass auch Potenzial herum ist, um den Kies auch in den Markt einzuschleusen. Es ist uns bewusst, dass es eine Aufgabe ist, wo im Weiteren, der Friede kommt am Schlusswort auch nicht darauf zurück, wo es eine vertiefte Abklärung braucht, ob und wie es funktionieren kann. Ist aber so, wenn wir da jetzt Kies wegbringen in ausreichender Menge, dann braucht es so in irgendeiner Form ein Konsortium oder einen Zusammenschluss von mehreren Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein grosser Unterschied zu der von dir, Daniel, zitierten Standort im Oberland. Und schon haben wir einen Unternehmer, Vaduz ist ein Unternehmer, Triesen ist mehrheitlich ein Unternehmen tätig und dort sind auch Konkurrenzsituationen im Raum. Das eine Unternehmen holt uns nicht unbedingt in Konkurrenz ins Kies, dann holt es vielleicht über einen anderen Ort oder importiert es sogar aus dem Ausland oder holt es aus der Schweiz. Und die Idee, ein möglicher Lösungsansatz, um hier das Volumen sicherzustellen, ist ein Zusammenschluss von mehreren potenziell geeigneten Unternehmen, die über Absatzchancen haben, tatsächlich Absatzchancen haben und auch im Kiesabsatz auch tätig sind. Das ist unsere Überzeugung und jetzt haben wir die ersten Vorgespräche gesagt, so ein Zusammenschluss könnte der Erfolgsfaktor sein. Wie genau und ob es tatsächlich am Schluss aufgeht, ist eine Aufgabe, die noch in unserem Pflichtenheft drin ist, im Steuerungsausschuss und für uns, um es weiter bearbeiten. Es ist aber ursächlich ohne mit der Standardprüfung zu tun. Die Standardprüfung geht darum, ist der Standard grundsätzlich gemäß dem Kriterienkatalog geeignet? Gibt es ein Ja oder ein Nein? Wenn nicht geeignet ist, wenn man das Projekt weiterverfolgen möchte, ist klar, dann muss man Sicherheit haben, dass ein Kiesabsatz funktionieren könnte. Aber dort hat man sich entschieden, hat sich der Steuerungsausschuss so entschieden, um dort phasenweise vorzugehen, jetzt mein erster Schritt die Standardprüfung zu klären und dann noch die Ressourcen, die es dann noch braucht, dann noch in der vertieften Abklärung zu investieren, wenn man Sicherheit hat, der Standard ist grundsätzlich geeignet. Um dann noch Finanz- und Personalressourcen phasengerechter einzusetzen und dann dort die vertieften Abklärungen vorzunehmen. Darum gibt es heute noch nicht keine abschließende Antwort, ob es geht oder ob es nicht geht oder ob es tatsächlich geht oder tatsächlich nicht geht. Und ich glaube, noch ein kleiner Punkt, noch, ich glaube, für Ausnützungsquote her bewegen wir uns da in einem Bereich, wo wahrscheinlich auch mit anderen vergleichbaren Situationen durchaus sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Also mit diesen 60% ist man, glaube ich, ungefähr dort, wo die anderen auch sind. Tendenziell wird es tiefer, aber im Grössenordnung ist es vergleichbar, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Da vorne. Annette Hagmann. Alle reden von der Entlastung der Vorarlberger Straße. Ich sehe es aber in Ihrem Projekt ganz im Gegenteil. Einmal wird die Einfahrt für die Deponie genau durch die Warteschlange für die LKWs für den Zoll geführt. Dann sehe ich die 117 LKWs um den Engel, also Kreisel ist ja noch nicht, aber um die Engelkreuzung sich herumwürgen. Ich sehe es überhaupt nicht, dass das für uns akzeptabel ist, die täglich mit dem Lärm von der Vorarlberger Straße konfrontiert sind. Und es heißt zwar, es sei unter ein Dezibel die Lärmzunahme, aber man weiß genau, wenn etwas laut ist und es kommt etwas mehr Lärm noch dazu, dass das exponentiell lärmhaltiger empfunden wird von den Anwohnern. Also mit diesem, dass das einfach so unproblematisch ist, mit diesen paar LKWs mehr, das sehe ich gar nicht so. Bis wann sollte denn die Verkehrsstatistik oder der Plan hossen sein, dass man weiß, was würde es genau bedeuten, wenn jetzt sie da ist oder wenn sie eben nicht da ist, die Deponie und die anderen schon hinfahren muss? Also die Lärmabklärung, die der Stefan Zeller gesagt hat, das ist rein die lärmschutzrechtlich, würden Grenzwerte eingehalten, ja, nein. Und selbstverständlich ist es so, wenn der Grenzwert eingehalten ist, heißt das nicht, es ist ruhig, weil es Grenzwerte sind, wir leben da, es gibt Lärm und die Grenzwerte sind so konzipiert, dass es eben mit Planungswert ein erheblicher Teil sich nicht gestört fühlt, aber trotzdem immer noch sich ein grosser Teil gestört fühlt. Das ist so festgelegt worden mit den Planungswerten. Und die Emissionsgrenzwerte sind dort nochmal ein bisschen weniger streng, sind für die bestehenden Anlagen, aber es ist nicht eine absolute Ruhe. Und wie das natürlich wahrgenommen wird, wenn mehr fahren, das ist natürlich auch ein Stück weit ein Subjektiver. DB, ein DB oder nicht einmal ein DB, das ist alles das, was ich brauche, um den auch schauen, ob Grenzwerte eingehalten sind. Aber selbstverständlich ist alles, was mit Lärm zu tun hat, auch schnell subjektiv. Weil ich sehe den Lastwagen unter Umständen auch. Ich bin zu dieser Zeit vielleicht daheim oder auch nicht. Und darum ist das auch relativ schnell auch subjektiv. Und
Aber dort hat man darum Modellierungen gemacht, um aufzuzeigen, wie denn sich das verändern, wenn man andere Deponien oder andere Standorte ins Spiel bringt, dass man sieht, wo bewegen sich die Verkehrsströme, sind sie denn auf der Hauptachse oder gehen sie noch eine kleinere Straße, dass man dort einfach auch anhand von Fakten sagen kann, es fahren dann so viel oder so viel und dort durch, weil es ist ja, eben, es fahren ja dann nicht alle auf der gleichen Strecke, sie haben ja alle ein Einzugsgebiet und können irgendwo her. Und dass man es kann, dann, das, was vielleicht subjektiver ist, dass man das anhand von Plänen und Zahlen kann irgendwo einordnen kann. Und es ist der Sinn und Zweck von dieser Verkehrsmodellierung. Aber die Lärmschutzverordnung ist in dem Sinn einfach dezibelorientiert. Das ist einfach so. Nochmal ein Blick in die Runde. Alle Fragen beantwortet, die brennendsten, die wichtigsten. Es sieht so aus. Ich glaube, wir sind zeitlich auch schon recht gut dran mit über 2 Stunden. Vielen lieben Dank den Podiumsteilnehmer, dass sie sich der Frage gestellt haben. Vielen lieben Dank, liebe Besucher, fürs Mitmachen. Ich übergebe Fredi Kaiser, dem Vorsteher von Kura Schawald, noch für ein kurzes Schlusswort. Einmal zuerst möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken für die angeregte Diskussion. Und das hat die Gemeinsrat und Gemeinsrätinnen von Mura und ich auch mitgenommen, dass man dieses Thema auch mit den Gemeinsräten nimmt. Ja, wie geht es weiter mit dem Projekt? Am 1. Dezember wird der Gemeinsrat von Ischl und Mura, also nicht miteinander tagen, sondern jeder in seinem Zimmer in der Gemeinde, der Standortprüfung formell verabschieden und dann dem Amt für Umwelt übergeben. Sie werden dann in prüfen den Standort nach den Kriterienkatalog oder Kriterienpunkten, die heute schon vorgegeben worden sind oder vorgesehen sind, und dann entscheiden, ist der Standort geeignet, ja oder nein. Ihr seht hier auch die Folie, die Antrag Standortprüfung im Dezember. Dann rechnen wir, dass wir im April eine Antwort bekommen vom Amt für Umwelt, ob der Standort geeignet ist, ja oder nein. Wenn ein Nein kommt, dann sind natürlich die Gemeinsräte gefordert, dementsprechend Alternativlösungen aufzusagen. Wenn ein Ja kommt, dann werden weitere Abklärungen auch nötig sein, weil ein Ja bedeutet nicht gleich, dass da der Bagger auffährt, sondern dementsprechend wird sie, wie es vorher auch angetönt worden ist, der Kiesabsatz muss geregelt sein, sowie auch Betriebsmodell und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das Thema werden wir ganz sicher jetzt angehen, bis eine Standortprüfung auch vorlädt, weil dann kann man auch die Zeit nutzen, die so einzuschaffen. Der Stefan Zeller hat es angesprochen, der Kiesabsatz. Wir haben Unternehmer angeschrieben und draussen hat es auch Zimmerschlüsse, wo Unternehmer und miteinander das Projekt angehen. Und es wäre eine grosse Chance, dass nicht ein einzelner Unternehmer, sondern mehrere Unternehmer und dementsprechend auch der Käseabsatz besser florieren täte. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das ganze Projekt, wie es dann weitergeht, wenn ein Ja käme, dann sind dann verschiedenste UVP-Prüfungen und Abklärungen nötig und auch Veranstaltungen, wie die jetzt heute, der nächste wird dann vielleicht zum Mura stattfinden oder zu Eschen, da werden wir abwechseln. Aber auch die Gemeinsräte sind gefordert mit gewissen Entscheiden, die getroffen werden man in dem Projekt. Und da kann jedes Mal auch der Gemeinsrat auch der Leine ziehen, dass das nicht weiter verfolgt wird. Ich gehe davon aus, wenn es alles optimal laufen täte, vom Standortgenehmigung ja, bis als zum Baugesuch geht dann ganz sicher 3 Jahre ins Land. Also das ist nicht, dass da gleich schon eine Umsetzung erfolgt. Und das heißt auch, wir sehen, die Gemeinde ist, aber auch Mura muss in dem Bereich vorwärts machen. Das sind wir auch gefordert in der Deponierung und dort auch die Lösungen zu suchen.
Wenn es ein Nein gibt, muss man Alternativlösungen suchen, muss man auch dementsprechend die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden noch mehr forcieren und noch mehr dementsprechend zusammen schaffen. Aber es wird heute schon ganz gut zusammen geschaffen und wird es aber auch rausheben, dass auch immer alle Gemeinden, die die Deponie haben, miteinander in Kontakt sind. Ich will zum Abschluss allen danken, die da mitgewirkt haben heute in dem Podium oder in der Infoveranstaltung. Vor allem am Steffen Zeller von der Klaus-Bühl-Anstalt, am Amt für Umwelt, Andreas Gstöhl, den Geologen, am Reto Wanner und Landschaftsplaner, er ist zwar nicht zum Wort gekommen, der Martin Brunner, sowie oder Moderation der Tanja Cessi, die uns heute eine Arbeit geführt hat. Aber auch ein Dank an Vorsteherkollege Tino Quadrer für die gute Zusammenarbeit, die wir alle über die Jahre haben, und nicht nur in diesem Projekt, sondern in anderen Projekten, und auch die Verfügungsstellung vom Saal für die Veranstaltung. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Wie es gesehen worden ist, wird das auch im 1FLTV ausgestrahlt, auch auf unseren Kanälen, dass auch alle, die nicht heute haben können, teilnehmen und können einen Einblick bekommen in die Standortprüfung Kracheröwe. In dem Fall Dankeschön und einen schönen Abend.